Was geht ab, YouTube? Ich bin hier mit der einzig wahren und echten Übergewichtigen in the right corner. What? With 150 Kilo Rebelgewicht. And a blue grouses in the making. From Universal Libanesen Studios. Miss De La Roi. Heavyweight World Champion in the world. Ey, wir sind wirklich viel zu laut und die Kleine bewegt sich die ganze Zeit. Okay, wir müssen ein bisschen leiser sein. Heavyweight World Champion in the world. So, Dreddies, wir gucken heute, erkenne den psychisch Kranken, okay? Ist, glaube ich, ein ernstes Thema, aber ja, nee, wir sind auch ein bisschen mit Humor. Wir haben leider zu viel Humor bekommen vom lieben Gott, ja? Und ich küsse eure Herzen. Mal gucken, ob ich schon mein übergewichtiger bester Freund... Ich mach Spaß. Mal gucken, ob ich und meine Frau das erraten. Aber sieht man mich jetzt wenigstens? Man sieht dich jetzt. Okay, gut. Man sieht dich. Oh, du hast voll schöne Dinge heute. Ah, danke schön. Wir haben heute, wir gehen rein, ich küsse eure Herzen, wir sind live auf Twitch, kommt gerne in den Stream, erster Link im Bio, ich würde mich freuen, ein Follow kostet gar nichts. Jetzt, mein Name ist Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir was ganz Besonderes für euch, ein eher ernsteres Thema, nämlich erkenne den psychisch Kranken. Extrem psychisch. Spannend, Freunde, bevor das Video losgeht, ganz, ganz wichtig. Sagt man psychisch oder sagt man psychisch? Psychisch. Psychisch, gell? Oder Dreddies? Also in Frankfurt sagt man Psycho. Du Psycho, Amnesik, Psycho, alle. Walla, der ist Psycho, Bruder. Wie süß. Was hat die gesagt? Die redet im Schlaf. Eier? Ah, ja? Ich glaube schon. Wir brauchen Eier. Ich denke noch dran, am 20.11. kommt die mit Abstand krasseste Kollektion von Sidejeans online. Wie ihr seht, ich trage gerade eine Hose zum Beispiel von Sidejeans, feiere ich sehr krass. Das ist eine von vielen Jogginghosen, die unter anderem auch kommen werden bei der Sidejeans-Kollektion. Und Freunde, denkt noch dran, es gibt leider immer noch Leute, die sich die Videos anschauen, aber noch nicht abonniert haben. Deswegen wäre es sehr, sehr nice, wenn ihr den Kanal einmal abonnieren würdet und gleichzeitig die Glocke aktivieren würdet. Und wenn ihr mir natürlich noch auf Instagram folgen würdet, Nimesky heiße ich da. Ansonsten würde ich sagen, mir auf gar nicht groß rum, wie ihr wisst, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern habe mir heute eine Special Jury eingeladen, die mir heute dabei helfen soll, den Das ging ja zwei Tage nicht, die Folge, dass er die hochladen konnte, gell? Achso. Ich schreibe ihn so auf Instagram, warum geht's nicht und so, gell? Er sagt, Bro, wir haben Renderprobleme und so, die kommen nicht. Ich sag, weil ich nicht in Jury war. 100%! Psychisch Kranken zu erkennen und deswegen würde ich sagen, schlagen wir gar nicht was rum, sondern bitten diese Jury einmal bitte rein. Arigato, Kozama, Yakuse, Yamero, Yamero! Weyo, weyo, weyo. Ja, ihr müsst zittern. Oh mein Gott. My brother. Was geht, alles gut? Celtix. Oh mein Gott. Sexy seht ihr aus. Danke, danke, du auch. Danke, setz euch hin. Ich freue mich, nach im Himmel. Ich freue mich auch, Mensch. Ich freue mich, euch zu sehen. Bekannte Gesichter. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Geht mir gut, danke. Sehr schön. Wir drehen heute Erkenne den psychisch Kranken. Das heißt, einer oder eine von den Teilnehmern hat eine psychische Krankheit. Atmen, und wir müssen anhand von Fragen herausfinden, wer die Wahrheit sagt. Wir haben ja schon mal eine Folge gedreht, aber es ist schon echt lange her. Okay, das heißt, wir sollten auch ein bisschen Respekt zeigen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. An der Stelle noch ganz, ganz wichtig. Checkt die unbedingt ab. Alles von denen in der Videobeschreibung drin. Und ja, ja, ansonsten würde ich sagen, ich muss mich einfach rechtfertigen. Einmal wieder rein! Okay, wer ist psychisch krank? Ich denke der, weil der hat Leggings an. Das ist... Excuse me, wir haben 2022. Okay, okay, alles gut, alles gut. Aber ich habe Angst, was jetzt kommt, Digga. Am Ende der eine sagt, Bruder, ich bin mit meinem Zug zusammen, mit meinem S-Bahn S1 Richtung Rödler im Oberroden. Ich liebe diese Bahn und so, warte. Ist es auch, oder, ich weiß nicht, mal gucken, mal gucken. Du musst mich öfter muten. Mal gucken, okay, mal gucken, mal gucken. Puh, spannend, was sagt ihr? Erster Eindruck, schöne Menschen. Kann man von außen ja auch gar nicht so sagen, ne? Kann man gar nichts erkennen. Ich muss erst die Stories hören. Auf wen würdet ihr denn tippen, so, wenn ihr jetzt auf einen tippen müsstet? Kann ich dir wirklich gar nicht sagen. Auf wen ich tippen würde? Das erste, was mir aufgefallen ist, ist die Maske auf jeden Fall. Ja, es kommt, boah, dieser Blick, weiß ich nicht, Alter. Das war nur jetzt die Momentaufnahme. Halt deine Fresse, Sammy. Okay, einmal weiter, einmal weiter. Das werden wir gleich noch erfahren wahrscheinlich, warum. Aber ansonsten kein Plan, Alter. Es ist schwierig, es gibt auch so viele verschiedene Arten von psychischer Krankheit. Ja. Ja. Das ist das Ding. Ich bin super gespannt auf die Stories. Mein Gefühl sagt mir irgendwie Mitte. Ich weiß nicht. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber wirkt auch ein bisschen gespielt vielleicht. Der in der Mitte, ganz vorne. So?
Hä? Auf wen tippst du? Ich weiß es noch nicht. Der in Mitte weiß ich nicht, Alter. Ist halt die Frage, ich tippe auf den hinten rechts. Hinten rechts, okay. Der mit Leggings? Der mit einer engeren Hose. Ja, der mit Leggings. Ja. Weil psychisch krank sind oder psychisch krank waren. Und ist auch die Frage, würdest du mit einer psychischen Erkrankung jetzt hier hinkommen oder wenn du sie schon hinter dir hast? Es kann natürlich auch sein, dass die einfach ein bisschen nervös sind. Die sind jetzt bei... Das kann auch sein. Naive Sky, I can't a Dane. Okay, dann würde ich sagen, schlagen wir gar nicht groß rum, dann kann sich die erste Teilnehmerin vorstellen. Momo! Korrekt, Dankeschön für den 25. Monat, mein Wunderschön. Hallo, mein Name ist Milena. Ich bin 28 Jahre alt und habe eine Emotionsregulationsstörung, auch bekannt unter Borderline. Borderline. Kannst du uns was dazu erzählen? Guck mal, ich habe ja auch so ein bisschen Halbwissen. Verstehst du, was ich meine? Das ist eine krasse Erkrankung. Ich kenne Borderline, Cousin. Mhm. Von der Skyline zum Bord... Nein, Spaß. Oh mein Gott, ich muss mich zurückhalten. Verzeiht. Verzeiht. Borderline ist eine Krankheit, soweit mein Wissen jetzt, sag nur was mein Wissen, okay? Die Person, die ist an einem Tag extrem traurig, genau, ja, und am nächsten Tag extrem glücklich, mhm, und wenn sie eine Emotion hat, dann ist sie übertrieben, genau, in diese Emotion, in dieser, ja, Emotion ist sie dann voll über... Das ist so, was ich so über diese Halbwissen-mäßig da über die Krankheit habe. Ich kann euch von meiner Störung erzählen, von vorne ab, alle... haben andere Symptome, würde ich sagen. Wir haben doch hier einen Psychologen drin. Ja, Mann. So plakativ einfach sagen, dass alle so empfinden wie ich. Aber ich kann einfach meine Emotionen gar nicht regulieren, wie ihr es tut zum Beispiel. Vor allem die negative Emotionen, die ich empfinde. Also Angst, Wut, Trauer. Mich können kleine Sachen triggern. Und dann fühlt es zu einem Gefühlschaos. Alles ist voll in meinem Kopf. Ich kann einfach mit diesen Emotionen dann gar nicht mehr umgehen. Was ist dann die Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass ich dann einen Druckaufbau brauche, um die Emotionen wieder zu regulieren, weil ich einfach das nicht mehr aushalten kann. Die meisten verletzen sich dann selbst oder haben andere Strategien. Sich zu beißen oder sich zu verletzen oder sich einzukriechen irgendwie. Also da gibt es sehr, sehr viele andere Strategien, wie sie damit umgehen. Wie ist es bei dir? Also wie gehst du damit um? Ach, das ist mittlerweile ganz, ganz unterschiedlich, als wie das am Anfang war. Am Anfang kam es mit Selbstverletzungen. Das war nun mal das Einzige, was mir so geholfen hat. Aber ich befinde mich schon über 6 Jahre in Therapie und das ist komplett jetzt weg. Das mache ich gar nicht mehr. Und wie sieht die Behandlung aus? Ach, die Behandlung, ich würde sagen, ich war in einer geschlossenen Psychiatrie mehrmals. Und da habe ich Psychiater gehabt, die mir dabei geholfen haben, aber auch medizinische Kräfte, die mir dabei geholfen haben. Und jetzt befinde ich mich in der Psychotherapie, jetzt 6 Jahre. Also die Behandlung läuft noch. Wie läuft das bei deinen Mitmenschen ab? Also wenn ich kenne ein paar Leute, die haben Borderline oder Symptome halt davon und ich sehe immer wieder, wie sie das halt an andere Menschen ablassen. Ist es bei dir irgendwie auch so? Ich würde sagen, es ist schwierig. Zwischenmenschliche Beziehungen sind sehr schwierig gewesen. Mittlerweile habe ich ein festes Freundeskreis und es funktioniert ganz gut. Früher war es schwierig, weil ich war eher das Problem, dass ich mich dann von den Menschen distanziert habe und das nicht mehr konnte. Hattest du schon mal eine Beziehung? Ja. Und wie ist die verlaufen? Ja, das war dann der zweite Schockmoment für mich und ich konnte das gar nicht verkraften. Weil ich was konntest du nicht verkraften? Die Trennung. Okay. Und wie kam es zu der Trennung, wenn man fragen darf? Durch mein Verhalten. Also ich hatte ihn... Was sagst du? Die wirkt schon böse, authentisch, ja? Sehr, sehr authentisch. Das ist krass, Alter. Walla, ich kaufe das einfach ab schon, ja? Ja, ich auch. Ich kaufe das einfach ab, ja? So, guck mal, weißt du, was auch bei psychischen Krankheiten so faszinierend ist? Man sieht es den Menschen nicht an, ja, Digga. Ja, natürlich nicht. Weißt du, nach außen, die wirken so gesund, einfach, ja, alles ist so, alles läuft gut und so. Aber im Kopf ist einfach Krieg, Digga. Ich glaube, es gibt teilweise auch nichts Schlimmeres, als irgendwie psychisch krank zu sein. Das ist hart, Alter. Ja, weil alle anderen Schmerzen, die kannst du so... Ding, behandeln. So, ja, du siehst zum Beispiel, du hast deine Hand aufgeschnitzt, mhm, gell? Du siehst so, okay, der Schmerz verheilt so. Mhm. Aber bei psychischen Erkrankungen, soweit ich weiß, die dauern 10-mal so lange, ja, bis sie so wieder repariert sind. Wie so jetzt zum Beispiel ein Kratzer an der Haut. Ja, vor allem, man hat ja, also wenn man psychisch krank ist, man gesteht sich das ja oft auch gar nicht selbst ein, ja, weißt du? Ja. Dass man halt sagt, man braucht keine Hilfe und so, weißt du? Kontrolliert, hatte die ganze Zeit Angst und darum geht es auch
in der Störung darüber, dass man denkt, dass man immer verlassen wird, dass die Leute eh nicht bei mir bleiben werden. Und davor hatte ich die ganze Zeit Angst. Und mein Ex-Freund dachte die ganze Zeit, er wusste von meiner Störung, er war auch damit einverstanden und konnte auch mit mir umgehen, aber trotzdem waren die Ängste da. Die waren nie weg. Also ich finde sie bis jetzt authentisch. Sehr. Ja, das ja, ist, ich kenne mich jetzt authentisch. Nicht so mit Borderline aus. Du meintest, du hattest welche in deinem Freundeskreis? Also ich hatte keine Leute, die jetzt damit diagnostiziert wurden. Ja. Das ist ja voll breit gefächert, Borderline. Also ich habe das im Zusammenhang mit einer Beziehung mitbekommen. Und das, was sie gesagt hat, klingt schon sehr plausibel auf jeden Fall. Auch so Sachen wie, dass man so voll Stress macht, nur um den anderen so gezielt einfach kaputt zu machen, weißt du? Und das. Aber ist es bei Narzissten nicht auch so? Oder war das Narzissmus? Oh, vielleicht so. Okay, dann danke dir auf jeden Fall erstmal. Irgendwie bin ich happy, dass ich da nicht in der Jury saß. Warum? Es ist ein schwieriges Thema, Alter. Sehr schwierig. Und manchmal ist mein Mund schneller als mein Kopf, Digga. Ja. Sagen, machen wir mit dem ja, nächsten gut. Einmal weiter. Die war schon sehr authentisch, ja. Anna. Die war schon krass. Ich bin Danilo, ich bin 18 Jahre alt, komme aus Friedrichshafen und wurde durch Drogenkonsum schizophren. Krass. Welche Drogen hast du genommen? Boah. Am Anfang war es Cannabis, aber zu der Zeit war das eher eine Psychose bei meinem Cannabiskonsum. Aber nach meinem ersten Mal LSD wurde es eher zur Schizophrenie. Kannst du das ein bisschen genauer erklären, was du siehst, was du fühlst? Zum Beispiel beim Graskonsum, die ersten Male habe ich mit 15 konsumiert. Da war der Rausch am Anfang noch normal. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wir leben so alle in einer Siedlung und dort haben wir den ganzen Tag so gechillt und gekifft. Und dann am Abend... Die Sache ist, Dreddys, das ist ja original auch so ein bisschen meine Geschichte, so weißt du? Und aus meinem Umfeld, also aus meinem Freundeskreis habe ich 3 Leute, die extreme Schizophrenie durch Cannabis entwickelt haben. Also extrem, ja. Extrem, extrem, extrem. Richtig Schizophrenie. Richtig Schizophrenie. Nicht so wie ich. Ich hatte dadurch eine Wahrnehmungsstörung. Als ich damals diese Cannabis hatte, ich hatte so Wahrnehmung, alles war für mich so... Subhanallah, Drogen machen euch ich hab's nicht so. Leute, ich hab so gedacht, so alle, so ganz unwohles Gefühl so. Aber zwei andere, also die ich richtig gut kenne, die sind richtig abgespaced. Oh, krass. Richtig mit, die reden mit sich selber und alles und so und krass. Das passiert sehr, sehr oft, Digga, sehr, sehr, sehr oft, ja. Passt auf euch auf, Leute, und ich musste an dem Waldweg vorbeilaufen. Und am Anfang war das so, nach einem Monat Konsum war das so, dass ich in den Waldweg reingelaufen bin und direkt Stimmen gehört habe. Am Anfang war es normale Stimmen, die normal mit mir geredet haben und ich kann mich nur daran erinnern, dass es mir gefallen hat. Nach einem Monat Konsum schon, oder wie? Ja. Okay. Und das Ding ist, die Stimmen haben aufgehört, als ich den Waldweg verlassen habe. Und an dem, das hat mir so gefallen, diese Stimme im Kopf, dass ich weiter konsumiert habe. Die Stimme hat dir gefallen? Hattest du nicht irgendwie Angst, Panik oder so? Am Anfang war es Panik, aber die Stimme war so sanft, dass es mir einfach gefallen hat. Okay, und was kam danach dann? Am Anfang war es nur die Stimmen. Und dann hab ich von Freunden mitbekommen, dass durch LSD die Sinne und übernatürlichen Sinne im Gehirn freigeschaltet werden und man... Die übernatürlichen Sinne im Gehirn. Baum fäll dich, Baum klappt so um. Joint dreht sich so von alleine. Nein, ich glaube nicht, Digga. Mehr Zugang. Nein, es hat auf jeden Fall alles eine Verbindung, eine Überleitung. Nach dem ersten Mal LSD war das wieder dasselbe, dass wir wieder alle gechillt haben und es war wieder alles normal. Und als ich dann nach Hause gelaufen bin, an dem Waldweg vorbei, war das nicht nur die Stimme in meinem Kopf, sondern da stand ein Soldat, der mit mir gebetet hat. Der Soldat... Was machst du hier? Oh, nix, chill hier. Bruder Krieg, Walla, im Waldkrieg, Cousin. Bruder, Rehe schlachten. Rehe schlachten, Bruder, Walla. Ich hab einen Käfer zu lang angeguckt, der jagt mich. Kann doch sein, dass es stimmt. Ey, wenn es stimmt, Bruder, verzeih mir, Digga. Redete mit mir und es war genauso dasselbe wie die Stimme. Ich kann mich nicht daran erinnern an die Stimmen, denn man kann sich das eigentlich mit den Stimmen so vorstellen im Kopf. Das ist wie ein Traum. Ich bin durch diesen Waldweg gelaufen und diese Stimmen. Tut mir leid. Diese Stimmen in dem Kopf, die waren so wie ein Traum. Man schläft ein, träumt und morgens, wenn man aufsteht, erinnert man sich meistens. Osman, danke schön für den 6. Matchup. Ich laufe in den Wald rein, höre diese Stimme und als ich aus dem Waldweg rausgelaufen bin, konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, was die Stimmen waren. Boah, aber jetzt nochmal zurück zum LSD. Als ich das erste Mal LSD genommen habe und in den Wald gelaufen bin,
stand der Soldat, der mit mir geredet hat, so genauso wie mit den Stimmen. Aber das war so, als ich kurz vorm Walz ausgegangen bin, hatte ich ein unwohles Gefühl an meiner Kehle, als würde mir jemand die Kehle aufschneiden. Oha, sie wirkt auch jetzt authentisch. Also. Ja. LSD, aber dann bin ich nach Hause gegangen, morgens aufgestanden und konnte mich, es hat mir irgendwie gefallen, dass ich mit diesen Menschen reden konnte, mit diesen übernatürlichen Leuten, dass niemand das machen konnte. Dann habe ich weiter konsumiert, Gras. Aber die anderen Male mit dem Gras waren es jetzt nicht nur noch die Stimmen. Und ich habe nach jedem Graskonsum auch den Soldaten gesehen. Genau, und es war eigentlich immer dasselbe an dem Waldweg. Ich habe mit dem Soldaten geredet und der hat mir immer die Kehle. Okay, also so wie ich das verstanden habe, hat dir das Schizophrensein gefallen? Mir hat das Schizophrensein nicht gefallen. Warte mal. Ich hätte jetzt gefragt. Der hat immer Schwänz geraucht, dann hat er einen Soldat gesehen im Wald, der gerade Krieg hat im Wald. Und danach, es hat ihm so gefallen, dass er ihn immer die Kehle aufgeschnitten hat. Dann hat er immer wieder einen Joint geraucht, damit er immer wieder die Kehle aufgeschnitten bekommt. Also guck mal, ich kenne mich mit Drogen und sowas gar nicht aus, gell? Also ich weiß auch gar nicht, was LSD ist. Ist es diese Tabletten, die man ich nimmt? Ich habe noch nie was mit Drogen zu tun gehabt. Vielleicht ich du verabscheue dich einfach trotzdem. Nein, um Gottes Willen, ich schon LSD? Nee, lass mal. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, weil ich kenne nur CSD. Wie weit es dein Gehirn bringen kann. CSD, aber LSD kenne ich nicht. CSD? Ja, CSD. Christopher Street Day. Das ist gut, dass du das kennst. Das kenne ich, aber LSD weiß ich nicht. Hart, Alter. Das hat mir anfangs gefallen, da ich... Wann hat's angefangen, dir nicht mehr zu gefallen? Als ich gemerkt habe, dass, ich komme nochmal zu der Story zurück, mit dem Soldaten... Okay, krass, Alvin. Ja, weil ich habe sowas noch nie gehört. Habe ich gemerkt, okay, dass ich am Morgen aufgestanden bin und die Stimmen auch im nüchternen Zustand gehört habe. Da dachte ich mir, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir. Dann habe ich den Konsum auf eine Woche aufgehört und habe trotzdem diese Stimme noch gehört. Aber dann habe ich nach dieser Zeit, habe ich angefangen zu meditieren und da wurde es eine Zeit lang ruhiger nach dem Meditieren. Okay, also habt ihr Fragen? Ich hab mehrere Fragen. Also ich kaufe ihm das nicht so ganz ab. Die Sache selbst ist, wenn, dann geht man doch zum Psychiater, oder nicht? Okay, ich bin auch nicht gegangen, aber... Es kommt drauf an. Ich denke schon, dass es sowas gibt. Ja, natürlich gibt es sowas, aber lügt er oder sagt er die Wahrheit? Oder ist seine Geschichte authentischer als die von der ersten? Vielleicht ist es auch eine Geschichte von einem College. Oder vielleicht FC Paulaner. Kann auch sein, aber dafür hat er es sehr detailliert und sehr, sehr authentisch erzählt. Vielleicht, keine Was heißt detailliert, Digga? Der war im Wald und hat einen Soldat gesehen. Ja, ich wüsste gerne, was er mit ihm geredet hat, wenn er... Ja, der erinnert sich ja nicht mehr, weil er den Wald dann verlassen hat. Ach so, nachdem er verlassen hat, hat er alles vergessen. Ja, aber er ist doch immer wieder zurückgekommen, weil er wusste, dass er Soldat war. Ja, ich weiß es nicht, Digga. Ich weiß nicht, bisschen sus, Digga. Wurdest du diagnostiziert als Schizophren? Indirekt. Ich wollte nicht zu einem Psychiater gehen, okay, weil der mich dann direkt mit meinen Wahnvorstellungen in die Psychiatrie einweisen würde. Von einem Kollegen, die Cousine, die studiert es gerade. Psychologie. Und von da weißt du das auch? Aber du kommst ja nicht direkt in die Psychiatrie, wenn du sagst, dass du Stimme hast. Nein, aber diese ganzen Sachen, die ich erlebe, mit diesem Kehle aufschneiden, mit dem Soldaten, mit dem nach Hause gehen. Okay, das hast du gesehen, oder? Nee. Oder hat die Stimme auch irgendwas befohlen? Indirekt. Was heißt indirekt? Wir gehen zusammen einen Pakt ein, aber der hat nicht gesagt, welchen Pakt. Okay, ich kenne das ganz anders, aber dazu komme ich gleich. Kannst du mir erklären, wie dein LSD-Trip war? Anfang war es normal. Ich habe mit meinem Labert, der labert. Ich glaube auch. Wir haben in den Wolken geschaut. Wir haben komische Sachen in den Wolken gesehen. Wir haben komische Sachen auf dem Boden gesehen. Aber als alle wieder nach Hause gegangen sind, bin ich in den Wald gelaufen. Auf einmal stand da dieser Soldat. Und warum bist du in den Wald gelaufen? Weil ich das der einzige Weg nach Hause war. Okay. Durch den, das ist ein Waldweg. Das ist klingt ein bisschen wie in einem Horrorfilm für mich. Ja, während dein LSD-Trip, du wolltest einfach alleine durch den Wald. Das ist ein Waldweg, das ist an einem Wald. Also ich kenne eine schizophrene Story, wir hatten ja beim letzten Mal auch jemanden hier, und die hat sich ganz anders angehört. Also klar, es kann natürlich immer unterschiedlich sein, aber erstens, was ich komisch finde, dass du gefallen hast an den Stimmen, kann ich mir schwer vorstellen. Ja. Also ich kann es mir schon vorstellen, wenn man so übel trippy ist so, dann, und sich bewusst ist, ey, ich aber bin gerade voll Stimmen ist doch eigentlich eine Nebenwirkung, oder nicht? Das ist doch nicht eine
Wirkung von Cannabis. Nee, wann hast du die Stimme nochmal gehört? Immer nach dem Cannabis. Nach Cannabis schon, ne? Ich habe auch eine lustige Story. Ich will jetzt nicht sagen, ob die jetzt von mir war oder von einem Kollegen oder so. Von einem Kollegen, aber, okay. Also ich kenne jemanden, der hatte bei einem Cannabis-Trip auch krasse Wahnvorstellungen, weil er Stimmen gehört hat und da war das auf jeden Fall ganz anders. Der hat nicht so positiv reagiert. So. Okay. Dem hat es nicht gefallen. Okay. Ja, ich kann mir auch vorstellen, nicht, dass also, man eher Angst hast du denn was aktiv dafür unternommen? Was ich habe ja auch, ich bin einmal Dreddys alle. Ich habe Joints geraucht, gehört. Bei mir, ich verkrafte das gar nicht, das war meine Psyche komplett Salat. Ich hatte ja früher, wo ich jung war, diesen Absturz, der mir so psychische Knacks gemacht hat. Und dann habe ich jahrelang aufgehört. Und dann irgendwann so 2017, 18, habe ich einfach wieder angefangen. So auf dumm. Und Bruder, gell, ob ihr mir jetzt glaubt oder nicht, passt mal auf, Digga. Ich rauche ein Joint. Ganz wenig nur, ich denke mir ganz wenig und so, passiert nichts und so. Gell? Aber ich habe immer noch im Hinterkopf die Angst, dass wieder dieser Absturz kommt, ich hängen bleibe, psychische Erkrankung und so weiter. Gell? Ich rauche den, auf einmal spüre mein Herz, Adrenalin des Todes. Ich lege mich hin, ich tue so, ich will so, als ob ich einschlafen will, weißt du so. Ich denke mir, scheiß drauf, ich schlafe einfach ein. Irgendwie, ich konnte nicht einschlafen. Mein Kopf macht rasieren mich, okay? Ich stehe auf, guck mal jetzt. Ich schwöre auf alles, ich spüre mein linkes Bein nicht mehr und meinen rechten Arm nicht. Und ich bin gerade so rausgelaufen von zu Hause. Ich schwöre, ich bin so durch die Gegend gelaufen. So, Astaghfirullah. Oh so, ich schwöre. Weil mein Kopf mir gesagt hat, ich spüre das nicht. Und dann habe ich es wirklich nicht gespürt. Und dann war ich schwöre auf alles, war ich The Walking Dead. Ey Leute, ohne. Ich bin einfach so gelaufen. Kurzer so. Appell an alle. Und ich denke mir, warum euch funktioniert mein Bein nicht, aber wenn es ihnen ging. Haltet euch bitte von Drogen fern, das ist so unnötig. Das habt ihr gar nicht nötig, so unnötig. Verschwendet nicht eure Zeit damit. Macht was anderes, geht beten oder so. Ich war direkt so, wirklich, also Walla, haltet euch fern. Walla, ich habe mein Bein und meinen Arm nicht gespürt. So. Und das war sogar so eine Zeit, da war ich im Training. Also ich war so trainieren immer, weißt du? Da habe ich mir gedacht, Amnesty, ich mit Paralympics gehen jetzt und so. Oh Mann. Mit Mohams zusammen, Digga. Nee, aber es ist echt ekelhaft gewesen. Und seitdem dann auch wieder nicht mehr, habe ich gesagt, ey Bruder, diese Droge ist nichts für mich. Ja, ich schwöre, das ist so gefährlich. Guck mal, gerade Drogen ja, und so. Ja, ist voll ekelhaft, das Bruder. Das ist was, das geht auf eure Psyche, ob ihr wollt oder nicht. Ja, ja, safe. Seid safe. Froh, wenn ihr psychisch gesund seid. Ich macht schwöre, euch das nicht kaputt. Das ist das Wichtigste, was ihr im Leben schwöre, haben könnt. Ich schwöre, ihr braucht eure Psyche für Dil später. Dil Jano, Dankeschön für 2 Monate. Ich küsse dein Herz gesehen. Auch wenn ihr jetzt denkt, das ist cool und so mitläufermäßig macht man da mit oder so. Das lohnt sich nicht. Das macht euch nur kaputt. Hört auf, Dre, es raucht kein Weed, Digga. Gegen zu tun oder also wie ist gerade deine aktuelle Lage? Ich habe meditiert ich habe an meinem 15. Geburtstag das erste, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, gekifft mit meinen Freunden. Nimmst du jetzt noch Drogen? Nein. Okay. Warum hast du dann jetzt noch so Momente? Du hast ja vorhin auch so eine kurze Pause drin gehabt und sowas. Ich habe meditiert nach dem ganzen Entzug. Hab ich die Sache ist erst sofort raus. Soll ich dir was sagen? Hm. Wenn du eine psychische Erkrankung hast, gell? Ja. Und ohne Hilfe und ohne irgendeine Ding, so Person, die dir sagt, was du machen musst, einfach meditierst, verlierst du dich zu 90% in deinen Gedanken und es wird nur schlimmer. Meditieren ist da, glaube ich, auch keine Lösung für. Das wird nur schlimmer, ja. Wenn du dann du überdenkst es und gehst nochmal durch und durch und durch und durch. Du machst diese Katastrophe in deinem Kopf, diese wirren Gedanken, Stimmen und so. Nein, diese Meditieren ist doch innere Ruhe. Ja, es ist aber so, weil du bist in deinen Gedanken alleine, so, weißt du? Ja, das ja. ist ganz, ganz schlimm. Brauchst, wenn du so weit bist, also das ist ja nicht, das ist ja schon weit, du hörst Stimmen, die Stimme sagt zu dir, ich will einen Pakt mit dir haben, du siehst, du läufst durch einen Wald und siehst einen Soldaten, der dir deine Kehle durchschneidet, also Bruder, du bist schon, das ist schon fortgeschritten, ich so denke, weißt du, entweder hatte der warte, einmal so das ist schon fortgeschritten, weißt du, und da alleine mit Meditation rauszukommen, ohne Hilfe, ohne Psychologen, ohne dass du irgendein Gespräch hattest. Bruder, geh mal zur Seite, gerade Bruder, Fantasyland, ja, Digga. Gerade bei einer Sache wie Schizophrenie. Also ja, das ist ja so nicht, schwer, nicht eine kleine, das ist ja nicht nur eine Psychose gewesen und oder so. Was noch dazu kommt, Schizophrenie ist eine Krankheit, die wie Welle ist. Es gibt manchmal hast du aktuelle Phasen, so richtig schizophrene Phasen, dann hast du wieder ganz normale Phasen, dann hast du wieder richtig schizophrene Phasen und dann wieder ganz normale Phasen. Und die musst lange Betreuung und Ding, dass du da, wenn du Glück hast, wieder rauskommst.
Albert, ich küsse dein Auge, ich küsse deins, mein wunderschöner. Dankeschön für den 5. Monat, mein wunderschöner Bruder. Ich habe angefangen zu meditieren. Mein Kollege gesagt, es tut den Geist reinigen. Und ich habe versucht, es damit irgendwie zu bessern, diese ganzen Stimmen. Das heißt, dir geht es jetzt wieder gut? Nicht ganz. Ich habe angefangen zu meditieren. Hab das auch ein paar Monate durchgezogen, bis ich keine Stimme mehr gehört habe. Also ich dachte, ich wäre geheilt und bei mir lief das Leben ganz normal wieder. Ich habe mir eine Freundin gefunden, habe mit der 2-3 Monate zusammen gelebt. Also nicht zusammen gelebt, sondern war mit der zusammen. Aber dann hat sie sich von mir getrennt und dann kam wieder alles hoch. Okay, also was an der Stelle wirklich wichtig zu erwähnen ist, wenn man solche Stimmen hören sollte, auch an die Zuschauer, geht auf jeden Fall zu Psychologen. Also ihr kommt nicht direkt in eine Psychiatrie oder sowas. Nein, Mann. Ich war doch auch früher so, Bruder. Ich hatte diese Wahrnehmungsstörungen und so. Ich habe alles nicht richtig wahrgenommen, Bruder. Es war ganz gestört, Bruder. Wäre ich einfach zum Psychologen gegangen, hätte ich nicht 3, 5, 6 Jahre damit kämpfen müssen. Versteht ihr? Geht zum Psychologen, Dreddys. Ihr seid nicht... Das ist so, wie wenn ihr Zahnschmerzen habt, geht zum Zahnarzt. Am nächsten, dass ich das euch sage. Ich schwöre auf alles. Aber geht wirklich, Dreddys. Geht. Ihr macht euer Leben sonst kaputt, Digga. Stimmt nicht. Sucht euch da auf jeden Fall Hilfe. Ansonsten ist die Story nicht ganz schlüssig für mich. Ich bin jetzt zwar nicht so krass in der Materie drin, aber von dem, was ich so mitbekommen habe, macht die Story für mich vorne ein bisschen... Also ich will jetzt noch nicht direkt urteilen, weißt du? Walla, Albert, dankeschön. Zu euch und Diljano auch. Aber für mich macht es jetzt noch nicht so viel Sinn. Oder was sagt ihr? Was möchtest du jetzt tun? Einfach weiter meditieren und schauen, was passiert oder professionelle Hilfe suchen? Ich schaue, wenn es wieder mit dem Meditieren so klappt wie davor, dann... tue ich weiter meditieren, aber wenn es nicht klappt, dann... Naja, aber es hat dir ja wohl langfristig nicht geholfen. Ja, was geht ab mit Willen? Rückschlag. Also falls ich Story der Wahrheit anspreche, geh auf jeden Fall zum Psychologen. Also ich bin kein Experte, aber von was ich gehört habe, Leute, die Wahnvorstellungen haben, Sachen sehen, die nicht da sind oder Stimmen hören, die brauchen professionelle Hilfe. Das ist voll gefährlich. Ich hab mal was gehört. Da war einer, der hat eine Stimme gehört und die hat ihm immer gesagt, was er tun soll. Und dann gab es auch mal so Situationen mit, geh mit dem Messer jetzt auf die Frau los und so richtig krasse Sachen. Das so. Ist, also mit Schizophrenie ist wirklich überhaupt nicht zu spaßen. Ja. Und da habe ich auch schon die wirklich schlimmsten Stories gehört. Aber für mich ist es auch ein bisschen unschlüssig. So, deine Freundin hat Schluss mit dir gemacht. Wann war das? Das war ein halbes Jahr her. Halbes Jahr her. Und dann kam das wieder hoch von alleine oder weil du wieder gekifft hast? Oder? Nein, es kommt von alleine. Und was sagen deine Stimmen dir? Wie schon gesagt, ich kann mich da nicht erinnern. Aber nach der Trennung mit der Freundin, das sind nicht so Stimmen, die dauerhaft im Kopf sind. Das sind zum Beispiel, ich sehe eine Person und ich stelle mir brutalsten vor, wie ich den umbringe, wenn er irgendwas Falsches macht. Was? Alle Bruder, übertreibt mich, Alter. Das ist jetzt too much. No. A little bit off, Charlie. Und die eine, die sie meditieren, hat ihn da rausgeholt. Nein. Das ist einfach Buddha-Cousin. Was hat er? ehrlich jetzt. Dann machen wir mich wenigstens auf Mute. Ja, komm, überleg mal. Der kommt mit Meditieren. Nein, Bruder, chill mal, ja? Stimmen sind es. Und solche Gedanken sind es. Du stellst es dir vor oder sagt dir die Stimme irgendwas? Also das ist sehr unterschiedlich. Die Stimme sagt, mach es. Und ich stelle es mir vor und die Stimme sagt, mach es. Nein. Also ich glaube, wenn du schizophren bist, es kann gut sein, dass es nicht an Cannabiskonsum liegt. Es kann sein, dass das andere nicht mit das andere. Ja, auf jeden Fall. Aber denk mal drüber nach. Also ich glaube, wenn jemand sowas erlebt hat und du zu so einer Show kommst, warst du davor auf jeden Fall beim Psychologen, bevor du an die Öffentlichkeit gehst, oder? Also wie ich mir das vorstellen kann, dass es mir vielleicht unangenehm wäre, zum Psychologen zu gehen, aber dann wäre es mir noch unangenehmer, jetzt hier zu Nine Sky zu gehen. Sky, ihr kennt den. Das Video sehen 1 Million Leute, so. Ja. Weißt du? Also, dann würde ich sagen, dank dir erstmal, dann machen wir mit der nächsten einmal weiter. Schmeckt so lecker. Hi, ich bin Nathalie. Schmeckt so lecker. Ich bin 20 Jahre alt und ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Nee. Posttraumatische Belastungsstörung, was ist das? Pill. Das ist doch eine Störung, die nach einem Schicksalsschlag oder so passiert, ne? Beispielsweise, du siehst irgendwas Schlimmes und das ist dann... Viele Soldaten haben das. Ja, genau. PTBS, ja. Richtig, viele Soldaten haben das. Also das kann man sich so vorstellen, dass halt entweder ein Trauma oder mehrere Trauma... Traumata. Passiert sind in einem Leben. Und das ist Wikipedia-Eintrag. Und man sozusagen hängen bleibt auf diese Traumata und sie halt immer wieder von neuem wiedererlebt. Dadurch also posttraumatische Belastungsstörung kommt halt selten allein. Es gibt meistens Begleiterkrankungen. Bei mir ist halt
Depression, Angststörungen und eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Darf man fragen, was bei dir vorgefallen ist, was dein Trauma war? Bei mir waren das mehrere Dinge, die passiert sind. Die sind dann später, also in meiner Kindheit sind einige Dinge passiert. Dann in der Schulzeit haben sich diese Dinge, also diese Traumata sind wiedergekehrt in anderen Situationen, aber im Endeffekt haben die dieselbe Gefühle an. Ausgelöst. Also in der Schulzeit hatte ich halt richtig viel mit Ausgrenzung und Mobbing zu kämpfen und das hat mir halt, hat das dann wieder so hochgetriggert, weswegen ich dann halt auch recht früh in Therapie gegangen bin. Das erste Mal in der Klinik war ich mit 13. Oh Leute, die redet so langweilig, Amnesie. Man muss es auf 1,5 hören, ihre Story alle. Und seit ich 18, also von 13 bis 18 war ich insgesamt 11 Mal in deiner Klinik. Kannst du beschreiben, was bei den Traumata vorgefallen ist? Oder möchtest du nicht drüber reden? Also es ist okay, wenn ich das einfach grob beschreibe, ja. Nicht ins Detail gehe. Also es waren halt verschiedene Sachen. Wie gesagt, in der Schulzeit sind halt so, also ich habe Gewalterfahrungen erlebt und halt emotionalen Missbrauch auch. Und ja. Okay, krass. Heftig. Das, also klingt jetzt für mich erstmal plausibel. Wie findet das denn statt? Es geht, ja. Davon kann man auch posttraumatische Belastungsstörung bekommen. Echt? Natürlich. Krass. Wenn du geschlagen wirst und so, voila, davon kann man. Der eine Mensch so, ja. Der andere Mensch so, weißt du? Aber das nennt man das schon. Dann auch so? Ja, klar. Okay. Es geht schon. Die Sache ist nur, ist ihre Story wahr? Aber es geht schon. Also man kann sich das, also es gibt verschiedene Formen von posttraumatischen Belastungsstörungen. Bei manchen Leuten ist so, dass ein spezifisches, einschneidendes Erlebnis passiert und man sich halt immer wieder daran erinnert. Und dann gibt es halt so Formen, wie es bei mir halt zum Beispiel der Fall ist, dass halt keine, also es ist jetzt nicht ein Moment, an dem ich mich immer wieder erinnere, sondern es sind halt mehrere Momente, aber die Emotion ist immer wieder gleich. Also versteht ihr das, wie ich das meine? Also ich empfinde diese Situation wieder. Also klar, ich habe halt auch Erinnerungen an spezifische Situationen, wo ich dann halt also dann in eine Panikattacke verfalle. Wenn ich eine Panikattacke habe, dann sehe ich sozusagen gar nichts mehr, aber ich sehe halt in meinem inneren Auge genau das, was halt passiert ist oder was mal vorher passiert ist. Und ich bin halt, also man kann mich eigentlich, ich bin kaum ansprechbar, ich bin am Hyperventilieren, ich kann nicht atmen, meine Hände werden schwitzig, mein Puls ist über 100, ich bin am einfach am Durchdrehen und ich komme halt, also ich hatte früher sehr wenig, also ich wusste früher nicht, wie ich dann mit diesen Situationen umgehen soll. Dadurch, weil ich halt nicht wusste, wie ich dann, weil ich so eine Panik verspürt habe, ist es dann halt oft dazu gekommen, dass ich halt mich halt selbst verletzt habe. Passiert dir sowas, wenn irgend so ein kleiner Trigger kommt? Ja, ist auch gut. Ins Kinder, wenn es stimmt. Also wenn es stimmt, ist hart, ja. Aber guck mal, die Sache ist, jetzt zu den anderen. Der eine, der Soldat sieht in Wald. Alle Soldat, was machst du hier, Bruder? Krieg, wallala, ich ruf mal meinen Sergeant. Nein, hör auf, vielleicht stimmt's. Okay, nein, vielleicht stimmt's, es tut mir leid. Es kann schon sein, weil gerade in dieser Jugend, du nimmst viel mit. Ja, klar. Und die Jugend macht dich kaputt. Aha, die sind also ja auch so. Jungen Jahre, weißt du? Wie alt ist sie? Weiß ich gar nicht, hab ich aufgepasst. Ja, es kann eventuell möglich sein. Ich hab so Kopfschmerzen. Oder auch manchmal einfach so random. Also bei so Trigger auf jeden Fall, aber auch manchmal. 20. Also es passiert meistens immer mit Grund. Manchmal sehe ich aber den Grund nicht direkt, warum das so ist. Aber ja, also. Und was zum Beispiel könnte dich triggern? Zum Beispiel so große Menschenmengen. Sowas triggert mich immer. Ich werde dann nervös und merke halt schon, so wie diese Panik in meiner Brust aufsteigt. So. Aber ich ist das gerade eine große Menschenmenge für dich oder ist das ja. Noch so? Okay. Ja, schon. Besonders wenn ich die Leute auch nicht so kenne, dann ist es halt nochmal schlimmer, als wenn das jetzt so Leute wären, die ich schon klar länger kenne. Falls du irgendwie abbrechen willst oder so, gib ruhig Bescheid, ne? Okay, danke. Okay, heftig. Boah, will ich mir gar nicht vorstellen, dass du ja quasi dass du ein Trauma nicht verarbeitet hast und es kommt immer wieder. Weil normalerweise ist es, glaube ich, so, wenn du ein Trauma hast, dann verarbeitest du es nach einer Zeit. Aber wenn du es immer wieder kommst, dann stelle ich mir nicht leicht vor. Das ist auch gerade bestimmt nicht leicht, hier zu stehen, gerade für dich. Ne? Was ist der Grund, warum du hier heute mitgemacht hast? Ich schwöre, war Trauma. Ich hatte auch diese Babyblues danach. Ja, ja, stimmt. Ich hatte so eine Woche oder sowas richtig starke Depressionen. Mhm. Aber danach war es weg. Mhm. Aber dieser Moment kam auch immer wieder hoch, immer wieder hoch. Und man ist auch getriggert davon, wenn man davon redet und so. Mhm.
Aber ja, also Alhamdulillah. Nee, klingt auch sehr authentisch, Alter. Ja, klingt echt authentisch. Also die erste und sie sind authentisch bis jetzt. Denn mit Soldat James Ryan glaube ich nicht. Überlegt, ob ich heute hier sein sollte und darüber sprechen sollte. Weil ich halt hab, also ich habe halt, erstmal habe ich nie darüber wirklich gesprochen. Und in der Schulzeit habe ich erzählt, dass ich da viel mit Mobbing und Ausgrenzung zu tun hatte. Und einer der Gründe war, dass ich halt, dadurch, dass ich sehr oft gefehlt habe in der Schule, entweder weil ich halt Klinikaufenthalte hatte oder halt, weil ich psychisch nicht in der Lage war, weil meine Panikattacken so schlimm waren, dass ich halt zu Hause unterrichtet werden musste. Und so wie Kinder halt nun mal so sind. Ich würde fragen, ob sie Medikamente nimmt, Alter. Ja, bestimmt. Denkst du, die nehmen Medikamente? Ja, klar. Bauschen die Sache auf und es entstehen Gerüchte, die mich dann noch mehr im Endeffekt belastet haben und wo ich dann noch schwieriger dann also zur Schule gehen konnte. Und ich habe zwar Angst darüber zu sprechen, Fragen zur Therapie, aber ich denke, das ist das Richtige, dass das hat ich das man aber bei der ersten auch für mich von der die Seele haben sprechen kann. Die haben auf die Therapie angesprochen. Die haben gesagt, was wird denn in der Therapie gehen? Und sie ist nicht drauf eingegangen. Ja. Und vielleicht auch andere dazu einfach. Oder den in Mitte fragen, ob der Soldat gut schießen kann und welchen Rank der ist bei COD. Ob der MVP war oder trainieren kann. Bei Mobbing auf jeden Fall sich auch professionelle Hilfe zu holen, damit es nicht so weit kommt, wie es bei mir jetzt gekommen ist. Finde ich stark. Das heißt, sie stellt sich ihre Angst nur, um eine gute Message mitzugeben. Finde ich gut. Gibt es Sachen, die du präventiv machen kannst, um deine Panikattacken zu verbeugen? Also so, es gibt so eine Anspannungstabelle. Das ist so eine 30-70-100-Tabelle, sagt man also in der Therapie. Ja, das ist echt krass. Man sagt halt, von 0 bis 30 ist man so im normalen Anspannungslevel. Von 30 bis 70 kann man noch was tun. Aber wenn du bei 70 bis 100 bist, weißt, kannst du sozusagen nichts mehr machen. Das außer können ja auch Leute sein, die zum Beispiel Psychologie studieren oder so. Können natürlich. Und die lernt das gerade. Natürlich, kann auch jemand sein, der eine Ausbildung in der Psychologie macht. Oh Mann. Also als Krankenschwester meine in der Freundin Psychologie. Meine Freundin hat auch in der Panikattacke aufhalten und das Schlimmste sozusagen verändern. Weil wie gesagt, wenn ich über 100 war, dann war es halt manchmal so schlimm für mich, dass ich halt mir wirklich was angetan habe. Und das waren halt auch manchmal Dinge oder die mich halt dann auch in Lebensgefahr gebracht haben. Krass. Also ich finde es sehr plausibel. Ja, auch mit der Tabelle. Ich glaube, Kindheitstrauma ist das Schlimmste, Mobbing was du haben kannst. Ein echt großes Thema. Da sieht man mal, was Mobbing am Ende des Tages führt. Ja. Ich habe sowieso noch nie Leute verstanden, die gemobbt haben. So, also jetzt mal real, wenn man mal drüber nachdenkt, wie uncool ist Mobben eigentlich. So, oder? Das Problem ist, bei der ganzen Sache mit Mobbing und so ist, dass du, es kann einfach nicht besser werden, weil Kinder einfach dumm sind. So. Das aber ich habe das Gefühl, dass es schon besser wird. Es gibt ja auch Leute wie Carsten Stahl und sowas, die sich richtig krass dafür einsetzen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube, mittlerweile ist es schon, also wenn man jetzt jemanden sehen würde, der jemanden aktiv mobbt, ich glaube, also wer da noch daneben steht und applaudiert, ist einfach nur, also ich würde das auch lustig sagen, aber hat einfach einen Dachschaden. Habt ihr sonst noch Fragen? Man mobbt auch oder? Oft und nee. Alles klar, dann danke dir erstmal, dann machen wir mit dem nächsten weiter. Ich bin gespannt, was sie jetzt zu sagen hat. Hi, ich bin Marc aus Braunschweig, jetzt 26 Jahre alt und ich leide seit dem 16.06.2022 an schwerer Depression. Wieso kannst du das Datum genau bestimmen? Weil ich aktuell noch in Behandlung bin, ambulant mit einem Psychologen. Aber Bruder, Mann, du kriegst doch nicht Datum, wenn du Depression angefangen hast, krank zu werden, Cousin. Und du weißt nicht mal, wir haben heute den 16., ich bin depressiv. Und du weißt nicht mal, wann wir geheiratet haben. Ja gut, also... Natürlich weiß ich das. Wie würdest du dir dann so ein Datum merken? Nein, nee, kann ja sein, dass er vielleicht... Es gibt ja Leute, die merken sich Daten. Ja, aber verstehst du nicht, Alina? Hm? Es kann sein, dass es da diagnostiziert wurde. Aber nicht seitdem. Aber nicht seitdem ist er das so. Er kann doch nicht bestimmen, seit wann du krank bist, psychisch. Weißt du doch gar nicht. Guter Punkt. Oder nicht? Kollege. Ja. Okay. Psychiater. Und das alles noch sehr, sehr frisch ist. Nee, ich meine, also warum du genau bestimmen konntest, seit wann du diese Depression hast, ist das so ein Prozess, so ein schleichender Prozess, dass du, oder kannst du genau den Tag bestimmen, seitdem du depressiv bist? Weil ich mich an dem Tag einweisen lassen habe und dann wurde Diagnose von dem Oberarzt erstellt und da kam raus, dass ich die schwere Depression habe. Okay, ich verstehe. Kannst du das ein bisschen genauer erklären, was du fühlst, was du denkst, warum du dich selbst einweisen lassen hast? Ja, ich habe damals in der Vergangenheit sehr viel Scheiße durchlebt. Ich hatte falsche Freunde. Ich habe mir einen Schuldenberg aufgebaut von 25.000, weil ich für viele Freunde gebürgt habe. Ich habe eine Ex-Freundin gehabt, die habe ich beim Fremdgehen erwischt, bei mir zu Hause. Dann bin ich ein Mensch, der nie über meine Probleme reden kann.
und habe das alles über Jahre in mir reingefressen. Dann habe ich angefangen, an meinen Händen zu knabbern und die Hautdinger abzuziehen. Irgendwann habe ich mir dann einen neuen Job gesucht, wo ich Stunden knuppeln konnte, um die Schulden abzubezahlen. Und dann habe ich im Monat, ich habe im Sicherheitsdienst gearbeitet als Revierfahrer. Wir machen so Objektkontrollen über Nacht. Da habe ich angefangen, 300 Stunden im Monat zu ackern, um meine Schulden abzubezahlen. Und irgendwann bin ich zu meiner Mutter gegangen, meinte, ich kann nicht mehr, meine Psyche machen mich verrückt. Ich sage die ganze Zeit innerlich, ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben. Und dann bin ich zu meinem Arzt gegangen, habe denen das erzählt. Der hat mir dann eine Überweisung gegeben. Dann bin ich zur Notaufnahme gegangen, habe denen das geschildert. Die haben mich dann angenommen, haben mich registriert. Und zwei Tage später hat der Bettenkoordinator angerufen, haben gesagt, die haben Platz für mich. Ich kann vorbeikommen. Wie kann es passieren, dass du 25.000 Euro mehreren Leuten bürgst? Das waren drei Freunde, die wollten Handyverträge haben. Der eine hat einen Autokredit haben wollen. Da habe ich gebürgt, weil er eine schlechte Schufa hatte. Dann habe ich gesagt, ich trete für die Fehler vor. Kamen die ganzen Inkassos, die ganzen Mahnbriefe, ich konnte das nicht mehr bezahlen. Bin dann selber in so ein Loch gefallen, wo ich Schulden gemacht habe, weil ich Sachen nicht mehr bezahlen konnte. Und dann war ich knapp bei 24.000, 25.000. Okay, aber wie kann es denn sein, dass du, wenn du schon nicht so viel Geld hast, dass du das überhaupt annimmst? Weißt du, so ein Autokredit, so das würde ich höchstens bei, also Familie sowieso, aber vielleicht mal bei meinem allerbesten Freund machen, weißt du, den ich zu 100% vertraue. Ich würde es bei niemandem machen, sonst alle verpissen, Cousin. Meine Freunde geben mir nicht mal in Capri-Sonne aus, die gräudigen Mr. Crab. Nein, aber du bist schon sehr großzügig. Ja, Familie schon. Du hättest vielleicht sowas auch gemacht. Niemals, sonst für Freunde alle. Vielleicht nicht so viel, aber... Und ich alle verpissen, Cousin. Bei meinem Freundeskreis, wen soll ich... Bist du verrückt? Du hast schon krasse Sachen gemacht. Orla, ich hab einmal einer meiner besten Freunde von erster Klasse 300 Euro geliehen. Der hat sich nie wieder gemeldet. Wir kennen uns 20 Jahre am Ministiki. Der hat von mir 300 Euro genommen, der hat sich nie wieder gemeldet, der ist untergetaucht. Ich habe ihn angesprochen, der hat nur noch mit mir Hebräisch geredet, der sagt, ich bin's gar nicht. I'm not here, I don't understand, I'm from another country. Das war der aber. Dass ich verkleidet, ist er nur noch rausgekommen. Jetzt würde ich sagen, weil ich einfach dämlich war und nicht nachgedacht habe. Deswegen habe ich das gemacht. Warum konnte dein Freund nicht mehr zahlen? Weil die mich verarscht haben. Die haben sich nach Monaten haben die sich einfach verpisst, haben nichts mehr bezahlt, waren weg. Ich habe bis heute keinen Kontakt mehr zu denen. Es gibt doch einen berühmten Satz, wenn du auf einen keinen Bock hast und du willst jemanden loswerden, leih ihm Geld, Digga. Leih der Person Geld, du siehst sie nie wieder. Das weiß ich nicht. Okay, wie hoch war der Autokredit? 3.500, 4.000. Und deswegen verpissen die sich? Ja, ich habe keinen Kontakt mehr mit denen gehabt. Weil eigentlich ist es ja so, also du hast ja nur gebürgt. Dann ist ja erstmal, steht dann ja dein Freund erstmal in der Schuld. Wenn es wirklich gar nichts mehr von ihm zu holen gibt, dann fragt man dich. Ja, genau. Aber bei ihnen gab es nichts zu holen. Also ich finde es erstmal plausibel, nur dass gerade mit den Schulden, finde ich gerade ein bisschen... Die Story war sehr detailliert. Eine Frage, Markus. Du hast Hilfe gesucht, beziehungsweise du wolltest dich einweisen, richtig? Habe ich gemacht, ja. Das war deine Entscheidung, weil du hast gemerkt, du kannst nicht... Ich habe gemerkt, umso mehr ich an meinen Händen knabber und mich immer selbst verletze, indem ich an meinen Fingern knabber und alles, habe ich gemerkt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich nicht mehr kann. Da habe ich mit Mama lange drüber geredet. Und dann bin ich zu denen im Schluss gekommen, dass ich mich dann einweisen lassen habe. Gut, und ein Oberarzt hat dich dann diagnostiziert mit Depression. Da kenne ich mich nicht aus. Kannst du mir bitte ein bisschen beschreiben? Hat es gereicht, einfach zu beschreiben, wie du dich fühlst? Oder musste er irgendwelche Tests? Ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, Dr. Schäffer. Ich habe dem meine Probleme geschildert, wie ich mich fühle. Dann hat er mir eine Überweisung gegeben. Dann bin ich in Braunschweig zur Salzdahlemer Straße zum Krankenhaus, zur Psychiatrie gefahren. Straße. Die haben da ein extra Gebäude, da habe ich bei der Notfallaufnahme geklingelt. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, mir geht's nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich mir morgen jetzt was antun werde. Ich brauche Hilfe. Dann haben die mich registriert. Dann haben die aber gesagt, die haben keine Betten frei. Dann habe ich noch gesagt, dann schlitze ich mir jetzt die Arme auf. Und am nächsten Tag hat der Bettenkoordinator, das ist immer der Typ, der die Betten verteilt und immer genau weiß, in welcher Station wie viele Betten frei sind, der hat mich dann am nächsten Tag bzw. morgen schon um 5.30 Uhr angerufen und hat gesagt, ich darf ab 7 Uhr mit Sachen in die Klinik kommen. Okay, ich hab mehrere Fragen. Wie kannst du das Gefühl beschreiben, bevor du dich einweisen lassen hast? Wie hast du dich gefühlt im Alltag? Schlecht. Ich hatte Schlafstörungen. Ich habe eine Stunde am Tag geschlafen. Nee, wie hast du dich gefühlt? Ängstlich, enttäuscht, kaputt. Zerstört. Ich war mit dem Nerven am Ende. Ich habe nur noch funktioniert. Ich habe nicht mehr nachgedacht. Ich habe einfach nur noch gemacht. Was hast du gearbeitet? 30 Stunden? Sicherheitsdienst als Revierfahrer. Und dann kam irgendwann der Gedanke, dass du nicht mehr leben möchtest. Genau, weil ich meine Hobbys nicht mehr nachgehen konnte. Ich konnte meine Freizeit nicht mehr genießen. Ich bin nach Hause gekommen, habe geschlafen, musste am nächsten Tag wieder arbeiten. Teilweise. Nach Hause geht es ja vielen Menschen. Ja, aber keiner arbeitet 12 Tage die Woche, manchmal 15 bis 16 Stunden. Okay, weil ich kenne jemanden, der depressiv ist und der beschreibt es halt ein bisschen anders. Deswegen. Also,
auf Depression auch übelst breit gefächert. Ne? Ja. Also aber das, was ich eigentlich immer so höre, ist so diese Leere. Weißt du? Ja. Dass du einfach so eine komplette Leere hast in dir. Und die hat er jetzt nicht beschrieben, deswegen fand ich das so. Ich dachte, das ist eigentlich so das Erste, was man antwortet, wenn man wirklich depressiv war. Ja. Also sag ehrlich, die Kandidaten diesmal, die sind schon gut, Alter. Hat der Ahmed guten Job gemacht, Digga. Kandidaten haben alle eine plausible Story so. Ja, der war jetzt auch nicht schlecht. Also ein bisschen allgemein gesagt finde ich, dass das irgendwie alles viel zu detailreich war. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Grund ist, also ob das jetzt ein, wie heißt das? Gut ausgedachte Story ist. Ja, ne? Und weil ich glaube irgendwie, wenn man so eine Story erzählt, dann hat man das gar nicht nötig, so viele Details zu erzählen. Ja, hast du recht. Was für Medikamente hast du eingenommen? Metazapin, erst 7,5 Gramm, dann wurde das hochgestuft auf 15 und jetzt bin ich bei 30. Okay, was sonst noch? Ich habe Tavo verschrieben bekommen, das sind Beruhigungstabletten. Durch meinen Herzfehler hat der Arzt gesagt, soll ich das nicht nehmen. Okay, wie sieht's aus mit Vitamin D? Nehme ich nicht. Warum? Weil ich nur Mozartapin nehme. Das ist, weil ich das vertragen kann. Naja, Vitamin D ist also erstmal wichtig für jeden Menschen. Das stimmt, aber... Und erst recht wichtig für Menschen, die depressiv sind eigentlich. Das stimmt, aber das wurde ich nicht drüber informiert und ich habe nur das genommen, was ich im Krankenhaus bekommen habe, beziehungsweise in der Klinik. Okay, also weil ich kenne jemanden, der auch in Therapie war und Vitamin D ist essentiell so. Was ich mir jetzt noch frage, warum machst du hier mit und bist du aktuell noch in Therapie oder? Ich bin aktuell noch in der Therapie. Meine Therapie hat vor 4 Wochen gestartet. Von der Krankenkasse habe ich einen Therapeuten, Psychologen gestellt bekommen. Da habe ich jetzt 3 Gespräche gehabt zum Kennenlernen und jetzt wird eine 3 Monate Sprachtherapie gestartet, wo ich dann 2x die Woche hingehe und denen sage, wie ich mich fühle, was ich besser machen möchte oder was ich für Hoffnung habe, wenn ich hier rauskomme. Und warum machst du hier heute mit? Weil ich den Leuten zeigen möchte, dass man sich von nichts drücken soll und wenn die Leute Probleme haben, dass man sich Hilfe soll. Bruder, ich finde den authentisch, sag euch ehrlich. Die letzten beiden waren krass. Wirklich, der ist gut. Hilfe suchen muss, um es dann einem besser zu gehen. Dass man sich davor nicht drücken soll. Bevor es zu spät ist. Okay, habt ihr ansonsten noch Fragen? Sonst würde ich sagen, machen wir mit der letzten weiter. Das ist krass, Alter. So Leben, Depressionen, Alter. Und was zieh ich? Weißt du, ich zieh so Sachen aus dieser ganzen Geschichte. Guck mal. Es gibt nur einen Grund, warum er sein Leben kaputt gemacht hat. Und das ist Geld, Digga. Er hat seinen Freunden Geld geliehen. Dann hat er 300 Stunden gearbeitet, um dieses Geld wieder einzutreiben. Es ist immer Geld, 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 Geld. Geld macht so viele Leute kaputt, Digga. Nee. Hallo, ich bin Narezu, ich bin 22 Jahre alt und seit meinem 17. Lebensjahr wurde... Was? Welche Lebensjahr, Cousin? Sip, was? ...gestartet, von der Gespräche gehabt und 2 Mal zeigen... Hallo, ich bin Narezu, ich bin 22 Jahre alt und... Seit meinem 17. Lebensjahr wurde bei mir bipolarische Störung festgestellt. Wisst ihr, was das ist? Nee. Das sind halt so Stimmschwankungen. Also es gibt halt Momente, wo ich depressiv bin. Ich habe halt Angst. Ich traue mich nicht rauszugehen. Ich kann nachts nicht schlafen. Und es gibt aber auch so Momente, wo ich sehr aktiv bin. Zum Beispiel ein blödes Beispiel. Ich putze sehr viel zu Hause. Vor allem im Badezimmer. Ich kann nicht mehr die ganze Wände putzig. Und ich kann einfach nicht ruhig bleiben. Ja, so in der Art ist das. Woher kommt das? Denkst du oder weißt du das? Das weiß ich nicht, aber bei mir ist hat das halt, durch Jahre lang ist es entwickelt worden, also auch durch meine Erziehung. Also bei uns ist aber die Sache ist, ich bin ja auch Fuchs, ich denke mir, sie spricht jetzt nicht das beste Deutsch. Also sie spricht gut Deutsch. Aber ich denke mir, es ist auch immer wieder eine Überwindung über so ein schwieriges Thema. Sagen wir mal, das so eine psychologische Erkrankung ist ja ein schwieriges Thema, dass sie da hingeht und das alles dann erklären muss, wenn sie das lügen würde, weiß ich nicht, Alter. Ich denke mir, das muss eigentlich real sein, weil ansonsten mit so einer Sprachbarriere so eine Lügenstory aufzutischen, gerade bei so psychologischen Dingen, schwierig, Alter. Also ich trenge als jung und dann früher habe ich halt in Thüringen gelebt, in einer kleinen Stadt. Und ich bin ja seit 2010 mit meiner Familie sind wir nach Deutschland gekommen. Und 2015, vielleicht kennt ihr ja, da sind ganz viele Flüchtlinge gekommen und ich konnte ja schon gut Deutsch und habe halt für die übersetzt und so und alle kannten uns ja schon. Es war halt kleine Stadt und ja, dann ist 100, was geht? Gerüchte zu erzählen, so
Ich wog damals auch 75 Kilo. Die haben auch gesagt, guck mal, die ist richtig fett und trägt so enge Sachen. Man sieht alles bei ihr und sie kommt in Hülle und halt, ja, das war halt so. Die haben halt sowas erzählt. Wo kommt sie in Hülle? Wartet ganz kurz, Release. Ich habe das jetzt nicht richtig verstanden, akustisch. Ah, bist du auch bei der Ding, die nicht so gut Deutsch spricht? Also ich bin bei der, die hat eine bipolare Störung. Ja. Gerade Chat, das heißt, ja. Sie sagen, das ist Druckschwankungen, aber Bruder, ich schließe die anderen aus auf jeden Fall, ja? Alle anderen? Ne, nicht alle. Ja. Ich auf jeden Fall, guck mal, die allererste mit Maske, die ist auch, die kommt in Frage. Ja, was mit dem Typen, der Soldat gesehen hat? Der ist hart, gell? Bruder, der hat die Sache irgendwo gehört, das war Schwester. Digga, der ist so hart. Der sagt einfach, der sieht Soldat im Wald und so. Der schneidet seine Kehle auf, es hat ihm gefallen und so. Der stinkt mir ab. Ah, mal gucken, was sagst du? Gib mal deinen Tipp ab. Guck mal, ich sag dir bis jetzt, ne? Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, die mit Maske oder diese andere Mädchen, die ich gerade jetzt höre. Okay, ich denke, es ist die mit PTBS. Boah. Posttraumatische Belastungsstörung. Was hat sie nochmal? Bipolare Störung. Bipolare. Ja, bipolare Störung. Okay. Genau. Oh, sorry. Kommt in Hülle und halt, ja, warte, ich muss, hör mal zu. Okay, warte. Kommt in Hülle und halt, ja, das war halt so, die haben halt sowas erzählt und... Hörst du? Und Heimatziehung und dann früher habe ich halt in Thüringen gelebt, in einer kleinen Stadt und ich bin ja seit 2010 mit meiner Familie sind wir nach Deutschland gekommen und 2015, vielleicht kennt ihr ja, da sind ganz viele Flüchtlinge gekommen und ich konnte ja schon gut Deutsch und habe halt für die übersetzt und so und alle kannten ist uns ja schon. Ist sie aus Syrien? Also weiß ich halt nicht. Kleine Stadt. Hat sie Syrien gesagt oder Thüringen, Bruder? Bei ihr, ich will nicht Ding so, weißt du? Nee, ich habe sie nicht richtig verstanden. Ihr Dialekt oder wie man es nennt. Das und ja, dann, es wurde halt angefangen, Gerüchte zu erzählen. So, ich wog damals auch 75 Kilo. Die haben auch gesagt, guck mal, die ist richtig fett und trägt so enge Sachen. Man sieht alles bei ihr und sie kommt in Hülle und halt, ja, das war halt so. Die haben halt sowas erzählt und ja, so, also eine Freundin von mir, dann hat sie das erzählt, dass die sowas erzählen. Also guck mal, Jerry's, bei allem Respekt, gell? Sie redet richtig. Ich verstehe es nur nicht. Ich habe bis jetzt nur verstanden, sie war dick, sie war fett, so haben die anderen zu ihr gesagt. Mhm. Und sie hat enge Sachen gezogen und angezogen und sie kommt in Höhle. Mehr habe ich nicht verstanden. In Höhle meint sie. Ja, aber ich hab, ich, also... Die wurde ach, gemobbt. Die wurde gemobbt, okay. Noch zwei Schwestern, dass wir uns auch viel schminken und auch am Ramadan, das ist halt so Fastenzeit, da habe ich mich nicht mehr getraut, weil es kam so ein Vorfall und da war so, ich bin halt auf die Straße gelaufen, ohne Kopftuch so, ich habe gefastet, aber dann haben die halt gesagt, ja, der eine von denen hat auf mich gespuckt, hat gesagt, geh weg, ich komme wegen dir in die Hülle und ja, ich habe sowas halt sehr oft erlebt und deswegen hatte ich halt Angst, ich habe mich nicht getraut rauszugehen und es wurde halt immer schlimmer, es hat sich immer weiterentwickelt, ich konnte noch nicht schlafen, ich habe darüber halt gedacht und irgendwann, wenn viele Leute zu dir sagen, du bist schlecht, du kommst in die Hülle, du glaubst das ja auch, dann das war leider bei mir auch so. Ich habe das geglaubt, ich habe gesagt, ja, guck mal, die haben recht. Dann habe ich halt angefangen, Kopftuch zu tragen und ja, das habe ich aber ein Jahr gemacht. Ich bin halt nicht in Behandlung. Also ich war bei meinen Hausärzten, weil ich habe auch hier, wie ihr seht, habe richtig viel abgenommen, von 75 Kilo auf 50, aber ich bin dabei wieder ein bisschen zuzunehmen. Und ja, da bin ich halt, meine Mama hat mich gezwungen, zum Arzt zu gehen. Ja. Mein Bruder Herz, ich muss dich allerletzte Mal. Ja, alles gut, Bruder Herz. Was hat dein Jet gesagt? Ich sage, schenk dem 10 cm Schuh ein. Die Wichser, Digga. Geil. Okay, pass auf. Du musst dich aber auf eine festlegen, Sugar. Dann lege ich mich auch auf eine fest.
Okay. Machen wir. Ich sag PTBS, du? PTBS? Mhm. Warte mal, wer war nochmal PTBS, Bruder? Die, wo du gesagt hast, die ist auf keinen Fall. Okay, die ist auf keinen Fall. Die posttraumatische. Genau. Ja. Genau. Okay. Guck mal, ich habe diese andere noch nicht gehört, ne? Ja. Die mit ganz komplett schwarz. Ja. Aber ich sag dir, ich glaube, sie ist es. Also die mit, sie hier? Ja. Okay. Okay, wenn du gewinnst, komme ich in deinen Stream. Ja. Wenn ich gewinne, ja. Musst du ein Bild von deinen Füßen in deine Instagram-Story posten. Ohne Socken. Okay, dann gibt's. Wie lange? Halbe Stunde. Oha, Bruder, ich hab grad gehört, ein paar Minuten. Okay, 10 Minuten. Okay, 10 Minuten, Bruder, scheiße. Aber ohne Socken, Bruder, gell? Ja, Bruder, ich schwöre, mir ist sogar heiß geworden jetzt. Okay, tamam. Okay, tamam. Okay, dann sehen wir uns am Ende, gell? Okay, wir hören uns am Ende, Bruder. Tamam, Bruder, bis dann, salam, ciao, ciao. Okay, Dreddys, wir müssen gewinnen, Dreddys. Ich sag PTBS, er sagt sie. Schlafen kann, ich möchte nicht rausgehen. Und ja, dann hat sie gesagt, ich kann es nicht 100% sagen, aber es kann sein, dass es Depression ist. Aber ich soll am Psychologen gehen. Ja, ich bin halt zum Psychologen gegangen, hab da alles erzählt. Sie hat halt so. Alter, jetzt hab ich Paranoia, Alter. Und vielleicht wisst ihr es ja, bei uns, bei den Asiaten ist es so, wenn du Depression oder sowas hast, dann sagen die, sie ist behindert. Ne? Also, dann wird das zum Arzt zu gehen. Habe das alles geschildert, dass ich halt nachts nicht schlafen kann, ich möchte nicht rausgehen. Und ja, dann hat sie gesagt, ich kann es nicht 100% sagen, aber es kann sein, dass es Depression ist, aber ich soll am Psychologen gehen. Bruder, was hat sie da gerade gesagt? Ich bin halt zum Psychologen gegangen, hab da alles erzählt, sie hat halt so Fragen gestellt, damals war ich 17. Und Wallah, ich liebe dich! Ja, bei uns, bei den Asiaten ist es so. Aber Dreis, ist das Wahrheit? Bei Asiaten, wenn man Depression hat, ist man behindert? Nein, oder? Nein, Bruder. Stell dir mal vor, du gehst irgendwo in Japan. Wirklich? Du gehst zum Arzt in Japan, sagst, ich habe Depressionen, der gibt dir Rollstuhl, oder was? Hört auf! Hört auf, Dreddys! Hört auf, Digga! Wenn du Depressionen oder sowas hast, dann sagen die, sie ist behindert, ne? Also, dann wird das diese Gerücht explodiert. Deswegen wollte ich das nicht. Also, sie hat auch zu mir gesagt, ich muss halt so Tabletten nehmen, hat mir so ein Rezept gegeben. Hart. Aber wo ich zu Hause war, habe ich das weggeschmissen, den Rezept. Ich habe es nicht gekauft, weil ich wollte nicht, dass man denkt, ich bin behindert. Und ja, deswegen, mit der Zeit, das Ding ist, mein Selbstbewusstsein damals hat sich so, also es war halt auf Null, ne? Und mit der Zeit habe ich halt gedacht, ja, okay, die Leute sehen ja mein Äußerliches, aber die wissen nicht, was in mir abgeht, also innerlich. Ich küsse dein Auge. Dann habe angefangen, nicht mehr mit solchen Menschen Kontakt zu bauen. Ich gehe Fitness, also ich mache wieder Sport, ich esse viel, ich möchte wieder zunehmen und ja. Krass. Also irgendwie Dankeschön, Mahi, mein Bruder. Danke, danke, danke. Sehr glaubhafte Story. Dankeschön. Es geht um eine Art von Mobbing, was es klingt echt für mich. Und warum hast du hier heute mitgemacht? Ja, weil ich möchte den Leuten mitteilen, ich bin eine Muslime, aber guck bitte nicht auf meine Äußerliche, das geht extra an die muslimischen Leute. Also Menschen sollen aufhören mit Vorurteilen gegenüber anderen Menschen. Puh, also sage ich ehrlich, heute wird es sehr schwierig. Auf jeden Fall. Ich habe eigentlich schon davor 2 Favoriten gehabt. Ja, ich auch. Sie noch. Und das ist wirklich super schwer. Das könnte jetzt wirklich jeder sein. Also erstmal extrem bewegende Story für uns. Also ich sag euch ehrlich, Dreddys, das ist schon krass diesmal. Ich sag euch ehrlich, die erste war gut, PTBS war gut und sie war gut. Und Depression war eigentlich auch gut. Alle waren gut, außer diese Waldgeschichte. Die Waldgeschichte kaufe ich auf gar keinen Fall ab. Aber alle anderen könnten irgendwo möglich sein. Warum bist du nicht dort, Cousin? Bruder, die wollten auch mal so zwischendurch eine langweilige Folge haben. Habe ich gesagt, okay, Nahim,
kannst du ruhig machen. Und dann, wenn es wieder spannend sein soll, dann komme ich vorbei. Nun die Frage, wen wollten wir? Als erstes Wald. Das ist ein heikles Thema. Das ist kein heikles Thema, das ist ein ganz einfaches Thema. Er leidet wirklich und kann nichts dafür. Also für mich ist jetzt erstmal, wir müssen ja jetzt erstmal schon mal jemanden rausworten, Mitte mit Cap, ist für mich jetzt erstmal... Ja, Cap, ja, für mich auch. Ich schaue seine, die rote Augen die ganze Zeit an und ich denke, entweder ist ein sehr guter Schauspieler oder hat gestern Party gemacht und gar nicht geschlafen. Wer, Mitte? Ja, der Mitte. Ich glaube, er ist einfach ein bisschen aufgeregt. Ja. Den votest du raus, ja? Ich vote ihn direkt raus, Bruder. Stimmen. Die Sache, ich sag euch sogar noch was über ihn. Der Typ ist wirklich janky. Der nimmt auch LSD und so. Die Stimmen aus der Nichts. Für mich persönlich macht es einfach keinen Sinn. Also sein aktueller Zustand, ja, macht sein früherer Zustand. Geh mal raus. Der Verlauf der Geh mal raus, denn Mitte mit Soldat. Gut, aber irgendwie müssen wir rauskicken. Ja, ja. Und seine war halt am unplausibelsten, wenn ich das so ausdrücken. Ein rausvoten, ich bin für Soldat. Ich auch. Okay. Darfst, oder? Sind wir uns einig? Wir sind einig. Okay, dann Danilo, dann dank dir auf jeden Fall. Und dann müsst du trotzdem einmal bitte rausgehen. Tschüss, arrivederci. War jetzt diese letzte Frau Ding? Was die war okay. Ihr? War okay? Okay? Ja, die war okay. Puh, jetzt wird es sehr, sehr schwierig. Weil ich finde, jetzt könnte es wirklich jeder sein. Also ich finde, jede Story ist einigermaßen plausibel. Ja, nein, ich auch. Bei dem, in der Mitte hatte ich so ein paar Bedenken, aber selbst die Story könnte wahr sein. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich als, also ich persönlich würde ihn als nächstes rausvoten, weil für mich irgendwie die Schulden-Story einfach nicht so viel Sinn macht. Ja, ist nicht so schlüssig, ne? Ja, also klar kann das passieren so. Und ich muss auch echt sagen, sorry, aber es war echt nicht so schlau. Mahi, du bist es. Dankeschön, mein Schatz. Logisch ist es jetzt nicht so, also... Ja, auch, dass die Kumpels dann alle weg sind, so. Ja, und einfach weg, weißt du, weil normalerweise, ey, ich würd die mit, wie ein Hund hinterherjagen, weißt du? Ja, nicht nur das, wenn du Schulden hast, eigentlich, also, wie gesagt, du wirst zuerst belangt, nicht der birgt, weißt du, also, so. Genau, und sein Story war für mich manchmal ein bisschen zu perfekt und zu Genau, ja. Die Sache ist, seine Story, die war so für mich eigentlich zweitrangig, sondern er hat es richtig professionell erzählt. Ja. Er ist entweder vom Beruf Lügner, also irgendwie, keine Ahnung, Versicherungsverkäufer oder Callcenter-Mitarbeiter, er ist vom Beruf Lügner, so, Anwalt, irgend sowas. Er hat es richtig professionell erzählt, Bruder, aber was er erzählt hat, hatte so seine Macken, weißt du? Ja, vor allem das auch mit dem... Aber wurden die jetzt direkt? Medikamente aufgezählt, die man so googelt, wenn man depressiv ist, aber das mit Vitamin D weiß man, glaube ich, nur, wenn man wirklich depressiv war, nehme ich an. Weil ich habe es nur mitbekommen durch einen Kollegen halt, da war es der Fall und der hat immer von Vitamin D und so gesprochen. Aber nagelt mich jetzt auch nicht fest, ich kenne mich jetzt auch nicht so krass damit aus. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Das ist eure Entscheidung, aber ich erzähle das, was ich alles erlebt habe. Okay. Was war noch mal der Grund, warum du hier jetzt mitmachst? Ja, dass ich den Leuten zeigen möchte, wenn man depressiv ist oder man hat die Gedanken, sich umzubringen, dass man sich Hilfe holen soll und davor nicht weglaufen sollte. Sondern sich das Problem stellen, um zu zeigen, ich brauche Hilfe, dass man den Schritt dann auch wirklich geht. Dann kann ich dir schon mal sagen, unabhängig davon, ob die Story der Wahrheit entspricht. Alter, Digga, Walla, ist das eine wichtige Message. Ey, wir werden verkacken heute. Ich denke nicht. Nee, ich denke nicht. Alter. Aber es ist eine wichtige Message gerade gewesen, Leute. Wenn ihr schlechte Gedanken habt, dann sucht euch Hilfe. Richtig, Message ist sehr, sehr stark, aber... Ich für mich würde sagen... Lass rausworten, würde ich sagen. Okay, dann dann müsstest du einmal rausgehen. Ja. Die Sache ist, von den restlichen ist er ehrlich der Schwächste. Ja, ja. Mirena, du hast Borderline-Störung, das heißt, du kannst deine Emotionen nicht regulieren. Liegt das an einer chemischen Störung? Es ist keine chemische Störung, sondern es ist eher... Es ist schwierig, es zu erklären, wie ich das empfinde, weil ich selber nicht weiß, wie ihr empfindet. Also es ist ein bisschen paradox, aber ich kann es mir vorstellen. Deswegen, es ist quasi wie ein Topf, wo einfach so viele Emotionen reinkommen und ich die nicht erstens einordnen kann. Und wenn die dann die ganze Zeit da sind, kann ich dann die nicht mehr aushalten. Ich kann es einfach dann nicht mehr regulieren, ich komme damit nicht... Klar. Und dann brauche ich einfach diesen Filter, einfach damit es abläuft quasi, wie dieser Schmerz ist dann so groß, dass ich den nicht mehr, diesen psychischen, diesen inneren Schmerz ist so groß, dass ich den nicht spüren kann, dass ich ihn nicht so irgendwie einordnen kann. Und dann brauche ich einfach diese Regulation. Gut, ich frage jetzt andersrum, weil bei Natalie, sie...
In der Mitte, sie leidet unter posttraumatischer Belastungsstörung. Es liegt an ihrer Vergangenheit. Da ist irgendetwas, sie hat es emotionale Missbrauch genannt, irgendetwas ist passiert. Bei Arezu, sie hat auch schwierige Mobbing durchgemacht in ihrer Vergangenheit. In beide Fälle, und alle Fälle können sogar echt sein, vielleicht ein bisschen übertrieben präsentiert, aber die Storys nach, zweimal, da ist irgendeine negative oder schlimme Erfahrung in die Vergangenheit. Ich möchte wissen, ist das dir auch passiert? Wo genau, woher das genau kommt, kann ich es nicht sagen. Darum geht es in der Therapie bei uns auch gar nicht, dass ich jetzt rausfinde, woher das kommt. Sondern eher wie ich. Er hat jede psychische Erkrankung eine Vorgeschichte? Eine Ursache vielleicht. Aber es gibt doch auch manche psychische Erkrankungen, die vererbt werden. Ja. Es muss nicht unbedingt immer eine Vorgeschichte haben. Ja. Es kann auch einfach so passiert sein. Damit umgehe. Aber das Einzige, was eine Ursache haben muss, ist, kommt, weil ich keine so gute Kindheit hatte. Ja. Mein Vater. Aber ist es nicht eigentlich immer so in der Therapie, dass man die Ursache bekämpfen möchte? Ja, auf jeden Fall sollte man schon den Ursprung kennen. Trotzdem kann man es nicht genauer sagen, genau das ist jetzt der Auslöser. Vor allem, es gibt eine Prägung, dann gibt es einen Auslöser bzw. eine Triggerwarnung. Woher die Prägung kommt, liegt offensichtlich an der Kindheit. Es gibt aber auch Veranlagerungen für die Krankheit. Deswegen kann man jetzt auch gar nicht jetzt sagen, ja. Woher es genau kommt. Ich fand sie von Anfang an gut. Oder, ist jetzt Brainfuck, die arbeitet in einer Psychiatrie. Ja, das kann sein. Das ist Brainfuck dann, Digga. Vielleicht ist sie auch selbst Psychologin. Ja, das kann auch sein, Alter. Wäre dann in meinem Fall jetzt irrelevant. Ich hätte jetzt gesagt, das ist auch wichtig, darüber zu sprechen. Wo, hätte also, ich auch gesagt. Natürlich kann man das nicht immer wissen oder genau wissen. Bei manchen ist es halt anders. Weil die kennt sich krass aus, ja, Digga. Verstehst du? Die kennt sich krass aus, Bruder. Und entweder sie ist psychische Banane, also sie ist psychisch krank. Mhm. Oder sie arbeitet wirklich, Bruder. Die ist einfach in der Psychologie, Bruder. In irgendeiner Psychoanstalt. Psychiatrie. Ja, Psychiatrie-Cousin. Die ist da und die arbeitet da, Bruder. Das kann doch auch sein, alle, ja. Aber irgendwie versuchen, das halt aufzuarbeiten, weißt du? Das ist sogar sehr wichtig. Es gibt ja auch einige Fälle, manchmal so kleine Verhaltensmuster im Erwachsenenalter, wo man dann auch schon sagt, okay, du musst irgendwas aus der Kindheit irgendwie aufarbeiten und so. Deswegen hätte ich das jetzt gesagt, glaube ich auch, dass es ein wichtiger Bestandteil ist von dieser Behandlung, um zu erkennen, woran liegt es. Es gibt immer eine... Wie nennt es man auf Deutsch? Eine Quelle, von wo es stammt. Ja, und genau das weiß man einfach nicht. Also ich weiß jetzt nicht, woher genau diese Quelle ist. Aber ich weiß genau, was mich dazu vielleicht geprägt hat. Okay, also ganz einfach formuliert, das heißt, du arbeitest daran, problematische Emotionen, Regulierungsprobleme zu bearbeiten, ohne zu fragen, wieso das so ist. Natürlich doch. Natürlich wieso. Also der Ursprung ist schon wichtig. Aber man kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ja, daran liegt es zu 100%. Puh. Ja, die Aussage war jetzt schwierig. Also für mich klingt das ein bisschen unschlüssig. So. Also ja, wenn man es jetzt mit den anderen beiden vergleicht, sind die mir zu stark für rechts. Sie hat gerade irrelevant gesagt und das hat mich ein bisschen gestört, weil das ist ja nicht irrelevant. Ja. Was sagt ihr? Also ich wäre für rechts raus, weil ich die beiden links zu stark fand. Ich hatte nur eine kurze Frage an Natalie und Arezu. Natalie, bevor diese... problematische Vorfall. Warst du glücklich? Du hast gesagt, du hast... Das ist ja eine gute Frage, weil sie hat gesagt, seit der Kindheit. Eine emotionale Missbrauch oder problematische Vergangenheit durchgemacht. Weißt du, was ich bei ihr ein bisschen komisch fand? Sie hat gesagt, sie hat diese BTBS, weil in der Kindheit hat sie Trauma erfahren. Ja, Maja, habe ich. In der Schule und so und später und sowas, gell? Aber sie hat nur von dem Mobbing in der Schule geredet. Mhm. Weißt du, was ich meine? Sie ist nicht einmal auf ihre Kindheit eingegangen. Sie hat so einen auf... rübergebracht, dass durch das Mobbing in der Schulzeit diese Belastungsstörung kam, diese Trauma-Dings kam. Aber von ihrer Kindheit hat sie gar nicht mehr geredet. Und deswegen finde ich sie ein bisschen auch wackelig. Ja, mal gucken. Zu posttraumatische Belastungsstörung. Wie warst du davor? Also das ist mir schon in der Kindheit passiert. Und das war halt nicht, wie gesagt, nur eine Situation, sondern so ein emotionaler Missbrauch zieht sich ja in die Länge. Also das ist nicht nur... Einmal, die ist stark, Bruder. Ja, die ist sehr stark. Ich habe mit Sugar gewettet, gell? Ach so, echt? Mhm. Warum? Ich habe gesagt, sie ist es. Was hat er gesagt, wer es ist? Und er hat gesagt, die Letzte ist es. Okay. Und wenn er gewinnt, muss ich bei ihnen ins Stream kommen, nächstes Mal.
Und wenn ich gewinne, muss er ein Bild von seinen Füßen posten, 10 Minuten in seine Story nackt. Warum? Weil ich nicht lustig. Das ist doch lustig, oder? Du bist crazy. Ja, du hast auf sie gelächelt. Also. Ja, ich habe auf sie gelächelt. Die die passiert sind, weil ich halt noch so klein war, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Und erstmal haben sich die Symptome auch gar nicht so gezeigt erstmal. Also das kam erst dann wirklich so in der Pubertät. Diese Symptomatik hat sich erst... Oh, wie ruhig die redet. In der Pubertät so gezeigt. Und da hat man auch gemerkt, dass dann da irgendwas nicht ganz richtig gelaufen ist. Meine Eltern haben das erst später gemerkt. Eltern wollen sich ja sowas erstmal nicht so gerne eingestehen. Und meine Eltern kommen auch aus dem Ausland und da gibt es nicht so, also die mussten das erstmal so lernen, dass es sowas auch gibt. Deswegen kann ich halt, ich lebe damit schon sehr lange und ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, wie es vorher war. Die ersten Symptome haben sich während der Schulzeit gezeigt, weil sich, Baba, wie gesagt, Mahi, da einige Traumata wiederholt haben. Also sie sind wiedergekehrt, halt nicht so genau in der Art, wie sie damals in meiner Kindheit passiert sind, sondern halt, wie gesagt, nur die Emotionen waren so dieselben. Und erstmal haben die das nicht gemerkt. Ich habe das selber auch nicht gemerkt. Ich bin aber immer durch meine Klassenlehrer, die haben mich erstmal immer zum Vertrauenslehrer geschickt. Der Vertrauenslehrer hat nach ein paar Stunden gemerkt, so okay, da braucht, also die ist nicht qualifiziert genug dafür. Hat dann sich mit meinen Eltern zusammengesetzt. Meine Eltern meinten so, ja, okay, was kann man denn da machen? Da wurde erstmal das Jugendamt dazu gerufen. Und dann durch das Jugendamt haben die dann eigentlich relativ zeitnah sogar dann gesagt, dass ich dann das erste Mal in die Klinik gehe. Und dann erst bei meinem ersten Klinikaufenthalt hat sich das dann alles so gezeigt. Warum das Jugendamt? Das ist eigentlich so, ich glaube, das ist so eine normale Prozedur. Also wenn die Schule nicht weiter weiß, dann rufen die erstmal das Jugendamt. Mhm. Alle meine Jungs, die in der Schule Probleme gemacht haben, in der Grundschule, gell? Zu allen ist Jugendamt nach Hause gekommen. Das ist krass. Zu allen. Ich glaube, die ist das. Meinst du? Mhm. Kann sein. Die hat gerade so krasse Sachen gesagt. Diese deutschen Schulen, gell, die sind richtige Petzen, Digga. Hab ich dir nicht erzählt mit denen? Doch, doch. Ja, krass. Die versuchen, mit den Eltern zu reden. Und die sehen zum Beispiel die Eltern, die kommen aus Kongo. Ja. Bei Mike war das so ein Freund von mir. Mhm. Ja? Oder es auch andere Länder, ist egal. Ja. Und die sprechen nicht richtig Deutsch beispielsweise, gell. Die gehen einfach direkt Jugendamt anrufen, für richtige Petzen so. Das ist ekelhaft. Das ist hart, das ist sehr, sehr, sehr hart. Also Schule. Wenn ich fragen darf, wie alt warst du, als die Symptome identifiziert wurden und was waren diese ersten Symptome? Also am Anfang wurde mir nur Depression diagnostiziert. Da war ich 13 Jahre alt. Ich war dann für 3 Monate in der Klinik, in der Kinderklinik. Und genau, das wurde mir dann erstmal diagnostiziert. Dann, als ich aus der Klinik rauskam, habe ich auch direkt zeitnah also einen Psychotherapieplatz bekommen. Bin dann erstmal zur Therapie gegangen. Ja, habe halt aber dann wieder so einen emotionalen Zusammenbruch gehabt. Ja. Und musste dann deswegen wieder in die Klinik kommen. Und dort wo kam dann wieder was Neues raus, halt diese Angststörung. Dieses PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, wurde erst jetzt sogar vor kurzem diagnostiziert. Ungefähr vor 2 Monaten, da war ich das letzte Mal in der Klinik. Bros, eins hat sie gesagt, was mich getroffen hat. Das wirst du verstehen. Ich bin schon seit langem Asiate. Ich nicht. Ja, du auch, Bro. Ja. Wir haben beide asiatische Eltern. Ein bisschen mehr als die meisten europäischen Eltern, was ich gesehen habe, oder sagen wir deutsche Familien. Das sind sehr krass starke Schamgefühle, was psychische Probleme betrifft. Verstehst du, wie ich meine? Das ist Teil unserer Kultur, also asiatische Kultur. Manche wollen gar nicht zugeben, dass jemand in der Familie, der in Therapie geht oder irgendeine Depression hat, die sagen einfach, nee, er kann heute nicht dabei sein. Oder ist beschäftigt, er ist unterwegs. Das kenne ich von meiner eigenen Familie. Aus welchem Land bist du? Ja, ich bin halb Polin, halb Griechin. Aber es war bei ihr, bei der Ding? Eine von die drei hat es gesagt. Das. Der redet über asiatische Kultur. Die sagen, welches Land bist du? Ich bin polisch. Ja, aber der meint wahrscheinlich, dass es bei... Ich bin polnisch. Also ich kenne das auch, dass... Ja, ich weiß, was er meint, Alina. Ich weiß. Auch, dass diese psychische Krankheit nicht richtig ernst genommen wird. Ja, natürlich. Die schämen sich, die wollen das so weghalten. So einen auf, Bruder, wir sind nicht krank. Auch nicht nur das, sondern die sagen, hör, du bist doch Ding und so. Nein, die schämen sich dafür. Das ist Scham.
Man zeigt ja nicht und so dies, das. Ja. Alina erklärt nochmal, ich weiß. Was? Alina, kannst du noch einmal erklären? Ey, ich sag gar nichts mehr. Dankeschön, Brahim, für deine Frage. Erklär mal noch einmal bitte, für alle, die noch nicht. Kannst du mir erzählen, wann kommt Rap La Rue an? Ich lieg gleich an. Wenn ich mich zeigen darf, ja, so als Kind. Das stimmt, ja. weil dieses psychische Probleme hat, wird angesehen als Sie hat gesagt, gerade eben Behinderung. Behinderung, das ist es. Ja. Mówisz po polsku? Tak, mówię po polsku. Abo! Jak się masz? Dankeschön, Kurden. Mila Selenika, sprichst du Griechisch? Achso, nein, nur ganz bisschen. Bardzo dobrze, dziękuję pani. Okay, und letzte, Arezu? Arezu. Der kann einfach ich alles. Ich habe eine Familie, das ist sogar, ohne Namen zu nennen, mein direkter Cousin. Und das für mich das tut weh, weil wir sind ähnlich von Alter, von Typ her, aber seine psychische Störung war so stark, dass er nicht mehr arbeiten konnte und sagen wir nicht mehr normal leben konnte. Und die erste Reaktion von der Rest der Familie war wirklich lange Zeit, nee, er ist unterwegs, er ist so beschäftigt, er kann einfach nicht. Deine Geschichte kommt mir sehr, sehr real vor, Arezu. Sobald ich gehört habe, du hast unter Zwang von außen, von anderen Leuten angefangen, Kopftuch zu tragen, quasi weil du dich zu westlich oder zu europäisch präsentiert hast. Ja, und denen hat das halt nicht gefallen. Ne? Und auch, dass ich gearbeitet habe. Im Büro waren auch Männer, also ich hatte auch männliche Kollegen, wo die gekommen sind und haben halt das mitgesehen, dass ich halt mit denen spreche, lache und ja, die sind halt nicht zu mir gekommen. Dann mit Männern außerhalb von deiner Familie? Nein, mit deutschen Kollegen. Ah, mit deutschen, die hatten ein Problem damit, dass du mit deutschen Männern einfach so unterhalten hast und Spaß gemacht, okay. Ja. Bros, das ich glaube, ihre Story ist wahr. Du musst vielleicht mal mehr auf die Krankheit eingehen. Ja, Mann. Du meintest, du hast eine bipolare Störung. Das bedeutet was genau? Das bedeutet, dass meine Verhalten, sage ich mal jetzt, also ich kann nicht so gut Fachbegriffe, aber es wurde halt festgestellt, dass ich zum Beispiel, es gibt Momente, wo ich halt weine, ich bin halt depressiv, also ich kann nachts nicht schlafen, nein, aber es gibt auch andere Tage, ich glaube auch wo nicht. Ich einfach lache, ich tanze, ich mache sehr viel, also ich mache, das ist doch Ding. Tue sehr viel zu Hause, ich putze, Borderline. Ja, so, halt nein, was normal, bipolar. Was sie gerade erklärt also ich kann dann halt nicht ruhig bleiben. Ah, okay, das heißt nee, bipolare Stimmung, extreme Stimmungsschwankung. Genau. Und ist das dann einfach so voll random oder hat das irgendwie äußere Einflüsse oder sowas? Also, kannst du das irgendwie bestimmen? Mittlerweile, meine Freunde wissen das schon. Also es gibt auch so Momente, wenn du mir was sagst und das mir nicht gefällt, ich kann einfach dich beleidigen. Ne? Also, aber die wissen, dass es halt, dass ich diese Krankheit habe. Ne? Du kannst sie nicht beleidigen oder beleidigen? Ich beleidige. Also ich kann, es ist auch vorgefallen, ich habe einfach so Sachen kaputt gemacht. So Handy, iPhone. Also egal, was da liegt, mache ich kaputt. Also weißt du, weil ich werde halt richtig wütend und das kann man halt. Das macht dann einfach bei dir. Die hat eine normale Temperament. Ich dann, zum Beispiel, ich das ist aber sie ist so Bruder, ruhig, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ärgert. Und ich habe einfach einen Stock, das ist echt, ne? Auf meinem Bein habe ich kaputt gemacht, weil ich war richtig wütend und alle waren schockiert. Wow, du hast doch nicht so viel Kraft, aber in dem Moment merke ich das halt mal nicht. Ich wusste jetzt nicht, dass es so in auch so kleine Aggressionsprobleme, oder? Sie hat ja davor gesagt, so, ja, manchmal ist sie halt eben traurig, manchmal liegt sie den ganzen Tag im Bett und will nicht schlafen und so. Der Schäfer, die sagen, nein, du bist raus, die nimmt ein Mikrofon, die schmeißt gegen Nahim seinen Kopf. Die beleidigt die Ryan so, Hayashi. Die macht so Tischspalte. Ja, die beleidigt Ryan Hayashi. Ryan zieht sein Schwert, die zieht ihr Schwert. Ich bin dein Vater, die kämpfen, aber. Ich bin nicht so in dem Bereich drin. Oh mein Gott. Ja, ich leider auch nicht. Aber so vom Bauchgefühl finde ich sie gerade sehr authentisch irgendwie. So, aber ich will nicht wieder zu vorschnell was sagen. Also ich finde sie sehr authentisch und ich finde alle drei Storys könnte auf jeden Fall. Das macht das Ganze sehr, sehr schwer. Das Ding ist, wir müssen uns jetzt für einen festlegen, den wir rausvoten. Und ich finde am ehesten raus, also ganz wo rechts. Ich noch so ein paar Widersprüche gefunden habe, war jetzt bei vorne rechts. Ja, ich auch. Hätte ich auch gesagt, mit der Maske. Wegen der Ursache und so, oder? Ja. So. Die war deswegen, Borderline, gell? Also ja. Okay. Also was war die in der Mitte? Hast du sehr gut gemacht, aber müsstest dann trotzdem bitte einmal raus. PTBS. Das war deine Favorite. Mhm. Die Kindheitstrauma. Ja. Ich hätte links rausgekickt.
die... Ja, ich hätte sie rausgekickt. Ich gehe mit Kindheitstrauma, Dredis. Ich sag euch ehrlich. Ja, ich denke auch, sie ist das. Ja, ich denke Kindheitstrauma. Huhuhuhu, Finale, Jungs. Jetzt wird's echt schwierig. Du darfst. Okay, liebe Natalie, lieber Arezu. Ich habe eine Frage. Fangen wir an mit Arezu, aber es ist eine Frage für euch beide. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, ja, und du könntest zurückgehen zu diesem kritischen Zeitpunkt in deinem Leben, du weißt, wann das war, und du könntest du selbst... Ja, wir entscheiden uns zusammen. ...das Richtige sagen, das richtige Rat oder sagen, was du tun solltest. Gute Frage. Was würdest du selber sagen? Also ich hatte ehrlich gesagt jetzt mich nicht gezwungen, eine Kopftuch zu tragen. Das hätte ich nicht gemacht, damit die Leute sehen, okay, sie hat Angst, sie macht alles, was wir wollen. Ja, ich würde meine jetzige Ich sagen, ja, dass ich halt das trotzdem, also es konnte auch so enden, dass ich halt Selbstmord oder so, weil Depression ist auch schon ganz nah, und ich würde sagen, super gemacht, dass ich jetzt nee, so Mann. Bin. Ja, meint, was würdest du deinem damaligen Ich sagen, wenn du dich jetzt selbst treffen würdest? Ach so, ja. Also ich würde auch noch sagen, dass ich halt offen mit meinen Eltern darüber sprechen sollte. Ich sollte mich nicht schämen und ich sollte auch nicht zuhören, was die Menschen sagen, und einfach mein Leben leben, ja. Und bei dir? Ich denke, ich wäre zu dem Zeitpunkt zurückgegangen, wo die ganzen Symptomatiken sich das erste Mal so gezeigt hatten. Einfach, um mir selber zu sagen, dass ich mich mehr durchsetzen sollte und für mich kämpfen sollte, weil ich das anscheinend nicht gut genug gemacht habe und dadurch das Problem, das sehr viel tiefer lag, viel zu spät erkannt wurde. Und ich hätte mir so viel Leid ersparen können, wenn alle um mich herum, also sag, das ganze System, Schule, Jugendamt, wenn die das alle einfach schon früher so bemerkt hätten. Ich sag, okay, hast du das damals verheimlicht, dass du gemobbt worden bist? Oder? Von meinen Eltern, ich konnte denen das nicht so erzählen. Ich habe mich geschämt. Weil, guck mal, pass auf, guck mal. Vergiss mal alle Storys, gell? Mhm. Guck mal nur, wie sie das erzählt. Ich schwöre auf alles, ich heule. Weißt du, guck mal, hör nur auf diese Tonlage von ihrer Stimme. Ja. Wenn, guck mal, das ist krass. Wenn die das gelogen hat, dann ist heftig, Digga. Ich kann nicht erklären, warum ich einfach, weil es waren so schlimme Gerüchte im Umlauf über mich. Und ich konnte denen das nicht sagen, so was die über mich reden. So ich, und mit meinen Lehrern habe ich halt natürlich darüber gesprochen, aber die haben das halt nicht so ernst genommen. Die haben halt immer gesagt, so, ja, es kommt immer von zwei Seiten und nimm das alles nicht so auf. Und diese Standardsprüche, dieses ein Ohr rein, anderes Ohr raus. Aber es war halt, viel mehr gebraucht. Ich hätte viel mehr Unterstützung gebraucht. Und jetzt, wo ich älter bin und ich jetzt schon seit Jahren gegen diese Krankheit kämpfe, denke ich mir, ich hätte schon viel früher für mich damals einstehen müssen. Okay. Mein Bauchgefühl sagt, beide sind echt irgendwie. Stark. Ja, links ist auch echt, aber sie hat keine psychische... Am Anfang war ich echt. Jetzt bin ich ein bisschen mehr bei links, aber rechts könnte es halt auch sein. Beide Storys unglaublich, also sind wir uns unglaublich. Einig? Ich bin rechts. Okay. Ich glaub, also PTBS. Ist immer noch für mich 50-50. Ich habe eine Frage für Natalie. Natalie, wenn ich fragen darf, Arezu hat uns erzählt, warum sie damals gemobbt wurde. Warum wurdest du gemobbt? Ja, also das fing halt damals an, als ich halt, wie gesagt, das erste Mal in der Klinik war. Ich habe da für über 3 Monate lang gefehlt und ich war in einer Klasse, die hat mir das nicht besonders einfach gemacht. Und als ich wieder zurückkam, gab es so die krasseste, also ich habe das halt vor meiner Klasse verheimlicht, dass ich in der Klinik war, weil ich das auch mit meinen Lehrern so abgesprochen hatte und ich dachte, das wäre einfach besser für mich. Und als ich zurückkam, gab es natürlich so die krassesten Theorien, was, wo ich war, was mit mir los war. Also die einen haben gesagt, ich hätte Abtreibung gehabt. Und wie alt warst du damals? Ich war 13. 13? Ja. Jetzt bist du 20, das ist vor 7 Jahren, 2015 war das. Harte Lala. Okay, kann ich verstehen. In die Schule, wenn wir 13... Digga, Kinder können so gemein sein, ich schwöre auf alles. Ich hatte auch ein Mädchen in der Klasse, sie war psychisch krank und sie war auch in einer Psychiatrie. Mhm. Und ich kann bestätigen, dass richtig ekelhafte Gerüchte da
Ja, ich weiß, aber werden. Kinder können allgemein in allen Bereichen richtig gemein ich. Sein, Digga. Walla. Die Leute, die nehmen kein Blatt von dem, ja, gerade natürlich. In dem Alter. Ja, ja. Einer fehlt ein paar Monaten. Da kommen immer so krasse Theorien. Das macht schon Sinn. Das macht Sinn. Also die haben alles Mögliche so erfunden. Dann gab es so irgendwelche Leute, die gesagt haben, ja, die war im Entzug, weil die nimmt Drogen und dies und das. Und also die krassesten Sachen. Und wie soll man das seinen Eltern so sagen, so, dass solche Sachen über einen geredet werden? Aber wie schaffst du das denn, den Lehrer das zu sagen, aber nicht deinen Eltern, frage ich mich. Ich würde sagen, bei Eltern ist immer diese Schamgrenze noch da. Und bei Lehrer... Ja, ein bisschen haram, das so und so, das so und so, das so und so. Das, also für mich, ich hätte meinem Lehrer alles sagen können. Ich hätte ja auch fast mit dem gebechbert, aber so bei Eltern hast du halt diese Schamgrenze drin, wisst ihr? Weil vor allem erst, wenn du schon den Message oder wenn du schon so eine Abneigung von deinen Lehrern bekommst, so, dann würde ich doch nochmal drüber nachdenken, mit meinen Eltern darüber zu sprechen. Ich habe eigentlich gar keine Abneigung gegen meine Lehrer gehabt. Aber du hast doch gerade gesagt, die haben das nicht so ernst genommen, haben es doch. Ja, ja, also im Nachhinein denke ich mir jetzt halt, ich hätte mehr für mich einstehen müssen und einfach mehr für mich kämpfen müssen, dass es das Problem ernst ist für mich. Aber zu dem Zeitpunkt waren das so die einzigen Leute, mit denen ich gesprochen habe. Und die haben das halt auch nur gemerkt, weil ich halt, also wie gesagt, meine Klassenlehrer haben mich zur Vertrauenslehrerin geschickt. Und das haben die gemacht, weil die halt gemerkt haben, dass ich mich halt selbst verletze. Die haben halt die Narben gesehen und sowas so. Und ich habe auch ständig in der Schule geweint. Also wirklich ständig. Und die meinten, das sind ja auch nur Klassenlehrer, die können sich auch nicht um eine einzelne Person die ganze Zeit kümmern. Deswegen haben die mich zu Vertrauenslehrern geschickt. Und dort habe ich dann viel gesprochen mit ihr. Und sie hat mir gedacht, dass sie mir hilft, indem sie mir sagt, ach, nimm das alles nicht so ernst, das sind doch nur Kinder, die sind nur neidisch. Und ich das weiß, hat der Vertrauenslehrer gesagt? Ja. Oh, okay. Was ich mir jetzt frage, das alles macht Sinn, finde ich. Aber du bist, also es wäre mal interessant zu wissen, was wirklich so dein Trauma war. Du meintest, du hast Gewalt erfahren. Wie kann man sich das vorstellen? Also Gewalt jetzt von den Schülern aus oder kannst du mal so eine Situation beschreiben? Oder? Kann das später rausgeschnitten werden? Ja. Oder die Arme alle, das ist die doch, ja. Ich heule, ohne dass ich ihre... Ja, die Arme alle. Halt in der Schule habe ich halt richtig oft gehört, dass sich das halt alles drauf auf... Also man kennt ja diese Sachen, wenn man sich selbst verletzt, macht man das angeblich aus Aufmerksamkeit, weil man Aufmerksamkeit will. Und irgendwann habe ich mich einfach in jeder Hinsicht habe ich mich geschämt, deswegen habe ich einfach... alles so für mich selber so in mich reingefressen und... Lass lieber Mikrofon runter, weil das muss auf jeden Fall rausgeschnitten werden. Das ist wirklich. Bruder, Alter. Sie tut mir so leid, ich will sie gerade so gerne umarmen. Das Ding ist jetzt vielleicht für die Zuschauer, also wir haben jetzt eine Frage gerade gestellt, damit sie jetzt nicht sich wundern, warum wir uns wie entscheiden, weißt du? Wir haben eine Frage gestellt und sie hat von ihren Traumata erzählt, von denen sie aber nicht öffentlich sprechen möchte. Deswegen ist für uns jetzt so ein bisschen... Weil erst war ich jetzt mehr bei links, jetzt bin ich doch wieder bei rechts. Scheiße. Ich bin genauso wie du. Also es ist nach wie vor sehr krasse Storys beide. Aber jetzt nach dem längeren Gespräch mit ihr... Ja. Boah. Ist halt auch die Frage, denkt man sich sowas aus, weißt du? Habe ich mir auch gedacht. Oder theoretisch, es könnte ja auch der Fall sein, dass es ihr passiert ist, aber sie keine psychische Erkrankung hat. Das könnte natürlich auch sein, weißt du? Aber schwierig, also bei sowas, wenn einem sowas passiert, dann ist es quasi unmöglich, dass man da... Ja, so. Oh, ich will jetzt unbedingt wissen, was sie da erzählt hat, Digga. Bisschen Wahrheit mit Fake gemischt, weißt du, dass du quasi Trauma erlebt hast, auch, aber jetzt keine posttraumatische Belastungsstörung damit einhergeht. Das so, kann weißt bei ihr ja auch genauso sein, weißt du? Das stimmt. Links schwierig, war für mich schon davor. Alter. Also, jetzt war ich die ganze Zeit bei links, aber jetzt bin ich hier bei rechts. Was sagst du, Ryan? Ich glaube, beide Geschichten sind wahr. Echt. Also bei beiden kann was Wahres dran sein, weißt du? Ich kann mir zum Beispiel bei links vorstellen, dass sie das vielleicht wirklich erfahren hat, aber sie deswegen jetzt keine Diagnose oder so bekommen hat, weißt du? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner von den beiden Stories ist komplett erlogen. Das kann nicht sein, wenn doch, dann sehr gute Schauspieler. Also ich war für links, jetzt bin ich für rechts. Ja, bin ich dabei. Deswegen, habt ihr schon mal einen Traum erlebt? Oder irgendwas Einschneidendes? Also ich nicht. Also bei mir war das jetzt so, ich weiß nicht, also ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, ob das jetzt ein Traum ist oder nicht, aber wenn sich halt die Eltern trennen, wenn du so jung bist,
Das hat auch, glaube ich, eine von euch mal erzählt. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 14 war. Und in dem Moment, also es war jetzt keine gute Trennung, weil ich habe das alles mitbekommen, alles im Streit und sowas. Und in dem Moment realisierst du es gar nicht so richtig, weißt du? Du bist Kind, du zockst die ganze Zeit und dann merkst du erst im Nachhinein, boah, Alter, das hat dich richtig geschädigt. Wenn du selbst in eine Beziehung reinkommst, dann hast du so Vertrauensprobleme. Ich denke so, was, wo habe ich Vertrauensprobleme, so, weißt du? Und das ist auch so eine Form von Trauma, die ich irgendwo habe, dass ich halt Menschen nicht so schnell vertrauen kann einfach. Durch halt so Kindheitssachen. Das passiert richtig, richtig schnell und unbewusst vor allem. Ja, ich habe mir gerade die Frage gestellt, so, ich glaube, sehr viele Menschen haben was in der Vergangenheit erlebt, aber haben deswegen keine psychische Erkrankung. Ich denke, wir liegen richtig, oder? Wenn ich mich jetzt da hinstellen müsste, könnte ich ja auch von etwas erzählen, weißt du, ohne dass es mich heute noch belastet, weißt du? Ja, ich weiß, wie es ist. Ich wurde auch damals in die Schule gemobbt, mit 12, 13 bis 14, weil ich damals nicht gut sprechen konnte. Und heute kannst du... Ach krass. Genuschelt, weil ich habe mich geschämt, so zu viel zu sagen. Krass. Und heute kannst du genau den Leuten das Gegenteil beweisen. Also ich bin für rechts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch für rechts. Ja, ich denke auch rechts. Das heißt, wir denken, du sagst die Wahrheit, das heißt, du müsstest dann einmal rausgehen und dann lösen wir das ganz gleich auf. Boah, jetzt bin ich richtig gespannt. Oh mein Gott. Digga, heute war ein schweres Story, ich sage. An der Stelle machen wir jetzt die Auflösung. Aber ich muss sagen, ich bin richtig aufgeregt, ne? Ich war noch nie so aufgeregt. Ich bin schon die ganze Folge aufgeregt, ja. Boah. Ich hab voll Zahnschmerzen gerade wieder, ja. Übertrieben, Alter. Gott. Jungs, erstmal, good job. Ist es erledigt? Weiß, ob man sich wirklich freuen kann nach der Story, die wir gehört haben. Krass, krass, aber wir sind gut. Ja, haben wir es geschafft? Das war sauschwer. Die anderen waren ja richtig stark. Okay. Weil eigentlich Auflösung ist immer so ein bisschen anders. Also einmal so und danach Überraschung, doch nicht er, doch dann sie und so. Ja, da gibt's nichts zu freuen. Sie tut mir richtig leid. Gibt's nichts zu freuen. Also da, wo sie erzählt hat wegen dieser Ding, Bruder, ist hart. Also diesmal waren alle Kandidaten stark. Alle waren krass. Alle waren wirklich stark. Ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal mit dem rechts an. Mich würde mal interessieren. Boah. Dass ich einen Haufen Berg Schulden hatte, stimmt auch, aber ich habe innerhalb von 2 Jahren habe ich das alles abbezahlt, weil ich wirklich geackert habe. Also diese ganzen Rechnungen und sowas, das hat alles gestimmt? Das hat alles gestimmt. Und die sind einfach abgehauen? Genau, das stimmt alles. What the fuck, Alter. Ich habe mir einen Anwalt genommen, der hat dann ein Schreiben aufgesetzt, der hat das alles in einen Topf geworfen, also die ganzen Rechnungen in einen Topf, sodass ich nur noch eine Rate zahlen müsste, insgesamt statt verschiedene. Und dann habe ich angefangen, jeden Monat 500 bis 800 Euro abzudrücken. Krass. Und bei dir? Ja, ich kann jetzt auch meine Maske wegmachen. nein, nichts stimmt, also... Hast du einfach gegoogelt alles, oder was? Ich habe Dokus geguckt. Ah, und meine Schwester ist Therapeutin und... Schwester ist Therapeutin. Heftig. Und bei dir? Bei mir war auch alles Wahrheit, außer dass ich nicht psychisch krank geworden bin. Ja, genau. Alles habe ich gesagt. Habe ich doch gesagt. So wie wir gedacht haben. Oh. Du bist menschlicher Lügendetektor. Krass. Und bei dir? Also, meine Story stimmt, aber das ist nicht meine Story, von meinem Bruder Ezcan. Der hat das genauso erlebt, wie du es beschrieben hast. Ein paar Details waren anders, aber im Großen und Ganzen war es genau gleich. Also wirklich gekifft und den Stimmen gehört im Wald. Aber ich glaube nicht so, wie du es beschrieben hast. Doch, 1:1. 1:1, so? 99, also. Okay, jetzt wo wir wissen, was alles real und nicht real ist, lass mich ganz kurz hier den Sugar anrufen. Der Bruder hat was einzulösen. Er muss jetzt seine Füße in seine Story posten. Ich habe Angst. Am Ende, du machst eine falsche Bewegung. Jetzt ist... Ewa, Füße, Cousin. Alter, Bruder, was hast du mit mir gemacht, Alter, ja? Hast Nagellack dabei. Was hast du mit mir gemacht, Bruder, ja? Nein. Füße, sorry. Bruder, nein, Bruder, nein, Bruder. Zeig uns deine schönen Füße. Ey, Bruder, ich schwör's dir, ne? Aber guck mal, sei mal ganz ehrlich, mein Bruder, ne? Ja. Hast du vorher... Sehen, nein, ich schwöre bei Allah, ich habe nicht gesehen vorher, Bruder. Nein, Bruder. Guck mal, weißt du, was ich krass finde? Ja. Bruder, dass ausgerechnet unsere beiden, die wir ausgewählt haben, im Finale waren. Ich schwöre, Bruder. Ich schwöre, das war krass. Ah,
hat es spannend gemacht. Ey, Bruder, weißt du, wie ich mich freue auf deine Füße, gell? Hey! Ich mach direkt Screenshot gleich, Digga. Alter, Bruder, die Leute sagen, die haben Fußfetisch. Ja, natürlich. Wir wollen Sugar seinen Fuß sehen, Bruder. Der Arme, Alter. Wir haben ihn ruiniert, Alter, der Arme. Der muss einfach seine Füße... Musstest du nicht auch mal deine Füße posten? Doch, bei Sellout-Streams. Weißt du, wie viele Leute da Screenshots gemacht haben von meinen Füßen, Digga? Oh mein Gott. Der muss einfach jetzt seine Füße posten, gell? Der Arme, Alter, Walla. 95. Was hast du gelogen? Was habe ich gelogen? Dass ich nach deinem Zustand Stimmen gehört habe. Während dem Konsum hat er also alles hat eigentlich gestimmt, außer ich. Also die Halluzinationen, die Stimmen, die dein Bruder gehört hast, das stammt alles von Drogen. Ja, das Ding ist, das mit den Stimmen, das kenne ich auch, aber nicht so, wie es er beschrieben hat. Das klang für mich so ein bisschen. Und ihnen hat es wirklich gefallen am Anfang? Aber der ist jetzt in Behandlung oder? Der hat sich selber geheilt durch Meditation. Das stimmt. Selber geheilt durch Meditation oder aufgehört, Drogen zu nehmen. Beides. Beides. Also Respekt an alle, die Stories waren echt heftig und wirklich für Natalie muss ich sagen, vielen Dank, dass du deine Story mit uns geteilt hast. Als du draußen warst, ich habe Jungs gesagt, ich wurde in die Schule auch gemobbt und ich weiß, wie das ist. Hast du noch was zu sagen? Ein paar abschließende Worte, vielleicht an die Zuschauer? Ich kann nur sagen... Das Leben ist nicht leicht, für den einen mehr, für den anderen weniger. Ich will nicht so diese Floskeln sagen, so, es wird alles gut, nicht aufgeben und so, weil es gibt immer wieder mal Momente im Leben, mal früher, mal später, wo man das Gefühl hat, man muss aufgeben oder man will auch aufgeben, aber da rauszukommen ist auch ein harter Weg und der ist bei mir noch lange nicht beendet. Hat der Sugar gepostet? Nein, noch nicht, gell? Aber am Ende ist es so, nicht aufgeben. Ja, und ich habe aber für mich selber auch entschlossen, dass ich diesen Weg auch gehen möchte. Und ich hab... Überleg mal, die ist 20 Jahre alt, Digga. Ey, ich schwöre, ich das ist hart, gell? Das ist, Kindheit ist so prägend, das ist nicht normal, Alter. Wirklich. Das ist nicht normal, Alter. Ich hoffe, es klappt. Krass. Danke für die Story. Riesenrespekt an dich und Riesenrespekt an alle anderen. Ihr habt das alle hier super krass delivered. Also für uns war es echt schwierig. Und es erfordert auch echt Mut, sich hinzustellen mit einer Krankheit und darüber so offen zu reden. Ja, safe, deswegen Riesenrespekt an dich nochmal. Falls ihr irgendwas erwähnen wollt oder so, könnt ihr das jetzt gerne machen. Aber im Nachhinein, die war die einzigste von der Stimmlage her, wo man direkt gewusst hat, okay, das ist real, Digga. Auf Instagram oder TikTok folgen Armani_Brooklyn. Ich hatte da nicht zu pushen, aber LiveJan44 von meinem Mann. Er wollte es unbedingt. ihr könnt ja auch folgen, Nathalie Liss mit 2Z. Also ich heiße auch auf Insta Arezu.Kudusi. Und ich habe auch einen YouTube-Kanal, könnt ihr gerne gucken, The Kudusis. Und ich grüße meinen Bruder DJ Sami, meine beste Freundin Ryan und meine DJ Schwester. Sami? Amenistikin! Ah, das passt, also ihr kennt euch, okay, gut. Ich grüße Sebastian, ich grüße meine Brüder, die heute mit mir dabei waren. Ich grüße meinen kleinen Bruder David, ich grüße meinen Bruder Ezo. Alright, dann dankt euch allen. Checkt ich grüße der Larry TV. Checkt die Jungs ab und denkt noch dran, am 20.11. kommt die mit Abstand krasseste Kollektion von Sidejeans. Also die Kollektion ist wirklich komplett verrückt. Sidejeans Kollektion. Und sogar du musst du in einem Sidejeans Outfit kommen. Das erste Mal darfst du keinen Anzug anhaben, sondern musst du es. Du bist mit neuer Style, Bro. Vorbei. Versprochen. Hey, wir machen das. Wir machen das wirklich mal. Okay, ich mach mit. Das ist auch komisch, dich mal ohne Anzug zu sehen. Alright, check das unbedingt ab und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Dicker. Stark. Ja, krass. Sehr krasse Folge. Also ich sag dir ehrlich, wenn ich in der Folge noch dabei wäre, dann hätte sie natürlich noch so einen anderen Vibe. Aber trotzdem, sehr coole Folge. Und Baba, Alter.